Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im kleinen Haus zu einem festlichen Anlass mit 45 Sekunden festlichem Ouvertüre sozusagen, einer Fanfare des fünfköpfigen Ensembles, natürlich aus dem Philharmonischen Staatsorchester Mainz. Nochmal ein großes Dankeschön. Fünf Musiker auf der Bühne, die kommen noch zweimal und spielen dann noch mal ein wenig länger als jetzt zu diesem Auftaktverfahren. Und wenn Sie das zusammenzählen, zweimal fünf, dann haben Sie auch schon den Anlass unseres heutigen Treffens. Wir feiern nämlich 10 Jahre Prisma und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir hier als Staatstheater viele dieser 10 Jahre zumindest dahingehend begleiten durften, dass es jetzt schon seit über 8 Jahren Physik im Theater gibt und wir 10 Jahre das Exzellenzcluster feiern dürfen. Das ist toll, dass Sie dabei sind. Natürlich gibt es 2 Väter, die wir hier auf jeden Fall auf die Bühne bitten, feierlich, ohne Fanfare, aber hoffentlich jetzt mit Ihrem Applaus, die natürlich Sie und unsere Ehrengäste ganz herzlich begrüßen wollen. Jetzt begrüße ich Sie. Heißen Sie also herzlich willkommen Herrn Professor Neubert und Herrn Professor Wittig. Ja, meine Damen und Herren, auch wir möchten Sie herzlich willkommen heißen zu diesem ganz speziellen Abend bei Physik im Theater. Auch ein spezieller Abend für uns, das 10-jährige Jubiläum unseres Exzellenzclusters, eigentlich schon unseres 2. Exzellenzclusters, des Exzellenzclusters des Landes Rheinland-Pfalz, muss man sagen. Also klarerweise ein Leuchtturmprojekt. Ich bin sehr froh, dass wir heute Abend zu zweit hier moderieren werden mit Hartmut Wittig. Wir beide sind Sprecher von Prisma und dem Nachfolgecluster Prisma Plus seit 2012 und noch für etwa 3 Jahre, bis Prisma Plus dann auch ausläuft und hoffentlich verlängert werden wird. Erlauben Sie uns, dass wir zunächst einige Ehrengäste namentlich begrüßen. Es sind sehr viele hier anwesend, dennoch möchten wir einige besonders herausgreifen. Zunächst mal dank unserem Hausherrn, dem Intendanten des Staatstheaters, Markus Müller, immer wieder schön hier auf der Bühne spielen zu dürfen. Herzlichen Dank dafür. Dann begrüßen wir den Minister für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, Herrn Clemens Hoch. Herzlich willkommen. Professor Andreas Barner, den Vorsitzenden des Hochschulrats der Universität Mainz. Herzlich willkommen, Herr Barner. Professor Ulrich Fechner, Vorsitzender der Universitätsstiftung. Und Professor Jörg Michaelis, einem der früheren Präsidenten unserer Universität. Herzlich willkommen. Aber es geht noch weiter. Wir begrüßen auch Herrn Dr. Frank-Dieter Kuchter vom Ministerium, mit dem wir seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wir begrüßen das Ehepaar Göbel, Elke und Rainer Göbel, die mit ihrer Stiftung die Universität seit vielen Jahren unterstützen. Unseren herzlichen Dank dafür. Dann Hans-Jürgen Kluge als ehemaliger Bereichsleiter der GSI Atomphysik und Norbert Trautmann, der ehemalige Betriebsleiter des Trigger-Mainz-Reaktors. Und schließlich auch Herrn Dirk Werner vom Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung LWB, der für unsere Forschungsbauten auch zuständig ist. Herzlich willkommen. Und von der Johannes-Gutenberg-Universität begrüßen wir herzlich den Vizepräsidenten für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, Professor Stefan Müller-Stach. Herzlich willkommen. Sowie den Dekan und den Prodekan unseres Fachbereichs Physik, Mathematik und Informatik, Patrick Wind-Passinger und Martin Hanke-Bourgeois. Die Dekane zweier anderer Fachbereiche sind angekündigt momentan. Warten wir noch auf Sie. Wenn Sie kommen, seien Sie auch herzlich gegrüßt. Und dann auch. Und dazu die Studierenden des Exzellenzstudiengangs Q+ an der JGU, sowie alle unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Physik in Mainz, auch unsere neue Kollegin Julia Herz
Und von den Medien haben wir hier Herrn Paul Lassay von der AZ und Nicole Zenz von der Pressestelle der Stadt Mainz. Herzlich willkommen. So, sehr verehrte Gäste, wir freuen uns wie immer sehr, dass wir hier aus dem Staatstheater Mainz unsere Veranstaltung für Sie durchführen dürfen. Heute schon zum 33. Mal. Und Herr Müller, wer hätte 2013 gedacht, dass unsere Vortragsreihe über moderne Themen aus der Physik beim Mainzer Publikum solchen Anklang findet? Sie sind ein hervorragendes Publikum uns immer gewesen und wir sind wirklich unglaublich dankbar dafür. Nach der zweiten Vorstellung, damals noch im Orchestersaal unterirdisch, die bereits völlig überbucht war, hat die Allgemeine Zeitung getitelt: Urknall lässt Theater aus allen Nähten platzen. Das war wahrscheinlich die beste Presse, die man haben konnte. Ich habe zwar einige wütende Anrufe bekommen von Journalisten, dass es sehr schlecht organisiert war. Wir haben einfach damals keine Tickets vergeben, sondern wir haben gedacht, da kommen vielleicht 20, 30 Leute und dann freuen wir uns. Und plötzlich war diese Traube von Menschen da und wollte Herrn Wetterich über Kosmologie und das frühe Universum hören. Seitdem sind wir im kleinen, manchmal auch im großen Haus zu Gast, meist vor ausverkauftem Haus. Ja, das ist eine tolle Sache, dass Sie vor ausverkauftem Haus spielen. Böse Zungen sagen, ja, wir haben Sie nur deshalb gebeten, ins große Haus zu kommen. Ich bin ja 2014 Intendant geworden, damit wir die Besucherzahlen damit sozusagen künstlich anheben können. Aber es ist ja glücklicherweise im Gleichklang geschehen, dass das Theater total angenommen wurde von den Mainzerinnen und Mainzern und eben auch Physik im Theater. Das ist wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte. Ich gratuliere von Herzen zu 10 Jahren diesem Exzellenzcluster. Und wir haben einmal hinter der Bühne, habe ich gefragt, was heißt denn eigentlich Prisma? Wir als Theatermenschen, die, erstens laufen Sie ohne Krawatte rum und zweitens, aber das sehe ich bei Ihnen auch, das ist toll. Könnte ich die kleine Anekdote erzählen? Unser Minister war mit dabei, dass ich vor 4 Jahren mir meine erste Krawatte gekauft habe, weil aus der Staatskanzlei die Info kam, das Königspaar aus Holland kommt zu Besuch und jetzt konnte ich sie gerade wieder rausholen, weil jetzt das Königspaar aus Belgien da war. Also zweimal im Leben habe ich jetzt auch schon Krawatte getragen. Ich kann sie auch selber binden, aber ganz viel wissen wir. Ja, toll, ne? Danke. Aber es hat sich also viel verändert, das ist eine lockere Art und Weise, deswegen freue ich mich auch, dass Sie gesagt haben, Mensch, am Anfang dürfen wir ruhig ein bisschen in den Dialog gehen, weil dadurch, dass ich dann blöde Fragen stellen kann, gibt es ja vielleicht Einzelne unter Ihnen, die ähnlich wie ich einfach noch nicht so viel wissen. Deswegen verraten Sie uns doch als erstes, was bedeutet eigentlich Prisma? Na, Prisma heißt Präzisionsphysik, fundamentale Wechselwirkungen und die Struktur der Materie, alles ganz einfach. Haben Sie denn in den 10 Jahren was gelernt? Ja, ich habe immer wieder was dazugelernt und habe hinterher auch immer wieder gedacht, gut, dass mich keiner nach den Details gefragt hat, weil ich doch immer wieder mich dabei ertappt habe, dass ich das ein oder andere dann doch nicht kapiert habe. Deswegen bin ich auch überzeugter Wiederholungstäter und ich glaube, lebenslanges Lernen ist bei mir tatsächlich eine wirkliche Herausforderung. Ich werde wahrscheinlich nie an einen vernünftigen Endpunkt kommen. Wie ist das denn als Wissenschaftler? Haben Sie das Gefühl, dass Wissenschaft und Kunst auch deshalb gut zusammenpasst, weil Sie Freude daran haben, hier sozusagen die wissenschaftlichen Themen auf die Bühne zu bringen? Oder finden Sie auch inhaltlich, gibt es eine Verknüpfung, die Ihnen Spaß macht zwischen Theater? Und haben Sie so viel Blut geleckt, dass Sie das Gefühl haben, Sie müssten demnächst auch in den Vorstellungen mit dabei sein? Naja, also lebenslanges Lernen ist absolut das Stichwort. Ich meine, letztlich machen wir das zum Beruf, was uns Spaß macht. Meine Erfahrung ist, dass alle Vortragenden hier hinterher begeistert waren von der Theateratmosphäre, inklusive Herrn Lesch, der nur wirklich auf allen Bühnen der Republik vorgetragen hat. Aber das Ambiente ist einfach einzigartig und ich denke, die meisten Leute haben sehr viel Spaß daran gehabt, hier auftreten zu dürfen. Das stimmt. Und meine Tochter durfte dann noch ein Foto mit ihm machen. Da war sie auch ganz begeistert. Also ich habe einfach eine privilegierte Situation, darf lebenslang lernen und dann auch noch tolle Menschen treffen. Wir haben ja die Situation im Theater, dass wir unheimlich viel Besucherinnen haben. Etwa 61% unserer Besucherinnen und Besucher sind sozusagen Damen, von ganz jung bis ins hohe Alter, während die Vortragenden sind häufiger noch Männer. Wie begegnen Sie dieser Herausforderung, gerade auch junge Frauen für die Wissenschaft, gerade in diesen klassischerweise eher Physik, Mathematik, für diese Themen zu begeistern? Bleiben Sie einfach
hier im Publikum, dann werden Sie sehen. Sehr schön. Dann wünschen wir ganz viel Erfolg auf die nächsten 90 Jahre Prisma. Das kleine Haus ist eins der schönsten. Und wir hoffen, dass wir dann also hoffentlich auch in diesen Räumlichkeiten das 100. Jubiläum feiern werden. Dann wahrscheinlich mit unseren Nachfolgerinnen. Alles Liebe und schönen Zeit. Ich gebe das Mikro ab. Bis später. Ja, liebe Gäste, wir freuen uns, dass unser Minister Clemens Hoch heute hier ist und ich möchte Sie nun einladen, lieber Herr Hoch, auf die Bühne zu kommen, ein Grußwort zu sprechen und direkt im Anschluss hören wir dann den Vizepräsidenten der Universität, Stefan Müller-Stach. Bitte sehr. Sehr verehrte Damen und Herren, ich habe jetzt einen Moment gezögert, als ich da unten in der ersten Reihe saß, ob ich nicht doch die Krawatte ausziehe. Aber ich wollte heute Abend auf Nummer sicher gehen bei einer 10-jährigen Jubiläumsveranstaltung und dann auch noch im Theater und an einem Ort wie dem kleinen Haus, der ja eigentlich der Raum ist für Sehnsüchte, für Erwartungen, wahrscheinlich auch für ganz viele Träume. Und ich bin mir fast sicher, ohne es zu wissen, dass Faust hier auch schon aufgeführt wurde. Und wer wie ich dieses Stück von Goethe mag, dem fällt natürlich bei der Physik sofort ein, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das ist in etwa das, was Prisma Plus seit 10 Jahren jetzt macht. Aber ich bin auch deshalb auf Nummer sicher gegangen, heute Abend die Krawatte zu tragen, weil das mein Trauma des Amtsantritts ist. Was macht man, wenn man Wissenschaftsminister wird? Man macht Antrittsbesuche und als ich meinen an der Johannes-Gutenberg-Universität hatte, wurde mir bedeutet, in der Wissenschaft trägt man keine Krawatte mehr. Ich kann die ruhig ablegen, das wäre in Ordnung. Danach hatte ich 3 Veranstaltungen in Folge an der JGU und ich war der Einzige ohne Krawatte. Ich glaube, auch das hat was mit fundamentalen Interaktionen zu tun, worum sich Prisma Plus kümmert. Und dann bin ich sehr froh, den Intendanten heute Abend korrigieren zu können, weil ich zufälligerweise letzte Woche das Privileg hatte, als wir im Ministerium unterwegs waren, auch mal durch den Teilchenbeschleuniger zu krabbeln und ständig Sorge hatte, ich fasse irgendwas an und nachher funktioniert das nicht mehr mit der Präzision. Die Professorin, die uns geführt hat, Frau Sfienti, ist dafür zuständig, unter anderem, dass der Teilchenbeschleuniger das tut, was er tut und wäre wahrscheinlich auch dann mal eine Gesprächspartnerin für die 61% Publikum im Theater zu sehen, dass Physik nicht nur von den Jungs gemacht wird, sondern auch von den Damen und vor allem an der Johannes-Gutenberg-Universität hier in Mainz, auch da mit langer Tradition schon. Ich habe gerade gesagt, den Teilchenbeschleuniger MAMI, da gibt es übrigens, wenn Sie da reingehen, einen Knopf. Ich musste das sofort fotografieren, ich habe 3 Kinder für meine Frau zu Hause, da steht drauf, Not aus Mami. Ist kein Scherz, direkt im Eingangsbereich, es bekommt einen Ehrenplatz zu Hause. Aber es gibt auch Trigger, das ist der Forschungsreaktor und demnächst, da wird noch kräftig dran gebaut, dann MESA, das wird nochmal ein viel exakterer, genauerer Teilchenbeschleuniger und das sind die Herzstücke unseres Exzellenzclusters und wir haben international, national eine hervorragende Aufmerksamkeit. Die Physik in Mainz muss sich nicht verstecken und wir sind besonders stolz darauf, 300 Forscherinnen und Forscher sind am Exzellenzcluster beteiligt. Naja, und wenn ich jetzt mal zurückblicke in den letzten Jahren seit 2012 und mit dem, was in den kommenden Jahren noch kommt, wir haben ja gerade gehört, wir haben noch ein bisschen was vor, haben wir dann, wenn wir fertig sind, der LBB ist auch da, vielen Dank für die tolle Arbeit, etwa 200 Millionen Euro ausgegeben für alles das, was wir in der Physik geleistet haben und noch leisten werden. Jetzt reden wir in Mainz dank des großartigen Erfolgs und der Ausgründung auch aus der JGU und BioNTech sehr viel über Biotechnologie und dem Schwerpunkt, den wir in Rheinland-Pfalz gesetzt haben und setzen werden. Wir reden etwa über die gleiche Summe in der Physik, die wir hier in Mainz investiert haben, nur um die Dimension dessen, was bei der Exzellenz passiert, auch nochmal deutlich zu machen. Das muss sich also nicht verstecken hinter der Biotechnologie und allem, was wir vorhaben, sondern es ist ein mindestens genauso kräftiger Schwerpunkt. Und Herr Müller-Stach, ich muss es jetzt einmal sagen, eigentlich ist es uns noch viel mehr Geld wert, weil die Stromkosten, die Sie produzieren mit Ihrem Teilchenbeschleuniger. Und vor allem, Sie kennen alle Ihre Sorge vor der nächsten Stromrechnung zu Hause, die haben wir an der Universität auch.
Deswegen ist uns das noch sehr viel mehr wert, gerade als die Biotechnologie in Mainz. Und wir hoffen jetzt demnächst dann auch auf ähnlich fundamentale Ergebnisse, wie es BioNTech gezeigt hat, damit das auch zurückfließt. Aber Sie haben ja noch ein paar Jahre Zeit, mindestens drei. Ich möchte da nicht den Druck erhöhen. Also ich darf ein herzliches Dankeschön sagen an allen, die Verantwortung getragen haben, dass das überhaupt möglich war, und Exzellenz kommt nicht von alleine. Und ja, es kostet uns wahnsinnig viel Geld, und das ist es uns auch wert. Und nichtsdestotrotz stellen wir uns immer wieder die Frage, ist eine Universität der richtige Ort dafür, solch große Summen und vor allem so teure Geräte zu installieren, oder muss man nicht viel mehr auch ganz ehrlich darauf blicken, was die Zukunft bringt, und sagen, auch in großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen kann diese Forschung betrieben werden. Aber ich sage Ihnen ganz offen, ich bin froh, dass wir diesen Exzellenzcluster haben. Ich bin froh, dass wir Exzellenz nicht nur in außeruniversitären Forschungseinrichtungen, sondern in Mainz, vor allem auch in der Johannes-Gutenberg-Universität haben. Und ich hoffe, dass das trägt. Und ich hoffe, dass wir über die drei Jahre hinaus weiterhin einen Exzellenzcluster haben. Und ich bin mir mit Herrn Präsident Krausch einig, dass wir ja auch noch ein bisschen mehr Exzellenz an der Johannes-Gutenberg-Universität wollen. Vielleicht auch mit dem Verbund mit befreundeten ausländischen Bundesländern jenseits des Rheins, und dass wir in den kommenden Jahren noch mal einen zusätzlichen Schwerpunkt in dieser wunderbaren Universität setzen können. Und bis dahin wünsche ich mir viele tolle Forschungsergebnisse. Diese unterirdische Experimentierhalle, wer immer mal die Chance hat, da reinzugehen, es lohnt sich wirklich. Es ist noch besser, als man sich es ist noch eindrucksvoller, als man sich ausmalen kann. Besser kann ich nicht verstehen und beurteilen, aber alle Forscherinnen und Forscher, die darüber berichtet haben, sind immer noch begeistert, wie gut das funktioniert. Und deswegen wünsche ich tolle Ergebnisse, viele bahnbrechende Entdeckungen, und heute Abend ein herzliches Glück auf. Danke Ihnen. Ja, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Bahner, sehr geehrte Festgäste, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich habe die große Ehre, Sie im Namen des Präsidiums der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz zum Festtag des 10-jährigen Bestehens des Exzellenzclusters PRISMA begrüßen zu dürfen. Ein solcher runder Geburtstag ist fraglos ein großer Grund zum Feiern, mit oder ohne Krawatte. Also ich kann es mir nicht verkneifen, Herr Minister, als Sie am Anfang, wir haben das sehr wohl wahrgenommen, als Sie am Anfang ohne Krawatte gekommen sind. Und also ich persönlich habe mir gedacht, ach, das ist jetzt ein neuer Stil vielleicht. Das ist ja auch so sozusagen, man sieht das auch im Fernsehen oder bei anderen Gelegenheiten, dass die Krawatte ein bisschen verschwindet. Also wir haben das als neuen Stil betrachtet. Und ich glaube auch, dass Sie die Krawatte jetzt mal wieder tragen, heißt nicht, dass Sie den neuen Stil sozusagen zurückgegeben haben. Ich glaube, das würden wir so sehen. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit in dieser Hinsicht, für Ihre Worte, auch in Ihren Grußworten. Ja, das Exzellenzcluster PRISMA, jetzt mal zum ernsthafteren Teil meiner Rede, steht in besonderer Weise für Spitzenforschung, made in Mainz. Und das seit nunmehr 10 Jahren mit Forschung, die sich mit sehr grundlegenden Fragen und Rätseln der modernen Physik beschäftigt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen über die bisher bekannte Physik hinausgehen und suchen nach sogenannter neuer Physik, das ist ein ganz wichtiges Schlagwort, jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Im Laufe des Abends werden wir gemeinsam einen Rückblick auf 10 Jahre erfolgreiche Forschung in der elementarteilchen Hadronenphysik erleben. Dabei werden viele Facetten des umfangreichen Forschungsprogramms vorgestellt und dabei wissenschaftliche Highlights besonders hervorgehoben. Die hervorragende wissenschaftliche Basis von PRISMA ist sehr wichtig, die natürlich zurzeit auch noch relevant ist, wie der Minister ausgedrückt hat. Aber ich glaube, dass natürlich in die Vergangenheit der langjährige Aufbau von tragfähigen Strukturen und neuen Berufungen, neue Personen in der Physik, dem verdanken wir den Erfolg von PRISMA. Das geht sehr lange zurück, mindestens 40 Jahre unsere Mitgliedschaft, zum Beispiel in der GSI. Viele Strukturen, die damals aufgebaut worden sind, die sind das Fundament, die PRISMA mittragen, neben den Personen natürlich, die das Team darstellen. In der Gründerzeit war ich sehr selbst auch in die Entstehung von PRISMA involviert, und es war eine ganz großartige Leistung der beiden Sprecher, Matthias Neubert und Hartmut Wittig, und des gesamten Teams. Ich habe viele Sitzungen miterlebt, als die Gründungsphase war. In langen Sitzungen wurden geduldig neue Strukturen gefunden. In vielen Diskussionen hat man mit sich gerungen, diese neuen Strukturen entstehen zu lassen und die Forschungsthematik insgesamt zu formen, sodass das konkurrenzfähig war in dem harten Wettbewerb der Exzellenzinitiative, der wirklich kein leichter ist, das wissen wir alle.
Rein statistisch sind die Aussichten dort sehr gering. Also man muss wirklich einen extrem guten Antrag schreiben, damit man da durchkommt. Und dafür ein ganz, ganz herzlicher Dank von Seiten der gesamten Universität, nicht nur des Präsidiums. Die JGU hat trotz der Sonderrolle des Clusters und finanzielle Aspekte wurden auch gerade schon mal angesprochen, immer geschlossen hinter Prisma gestanden, alle Fachbereiche, alle Personen der Universität. Und die Universität insgesamt war stolz auf das Ergebnis, dass sich nicht zuletzt auch an dem langjährigen Spitzenplatz, nämlich dem ersten Platz im DFG-Förderring Physik, gezeigt hat. Ein ganz wichtiges Ranking in Deutschland, vielleicht das Wichtigste überhaupt für uns. Über die Gegenwart von Prisma oder Prisma Plus will ich gar nicht viel sagen. Sie ist derzeit sehr geprägt von der geopolitischen Lage, die natürlich schwierig ist, wie wir alle wissen, sodass die Vorbereitung auf die kommende Begutachtung in 2 Jahren sehr von beinahe täglicher Interaktion zwischen uns geprägt ist und die wissenschaftliche und personelle Neuaufstellung im Fortsetzungsantrag im Hintergrund, im Team und im Beirat schon seit längerem diskutiert wird. Wir sind gut aufgestellt, aber für solche Wettbewerbe kann man sich nicht genug und selbstkritisch wappnen. Aber einen Blick in die Zukunft möchte ich auch wagen und hier kann man sich vieles fragen. Ja? Also wie ich persönlich, da ich ein bisschen näher an Prisma bin, habe natürlich Erwartungen, ähnlich wie der Minister, vielleicht auch in Preise, aber erstmal Erwartungen habe ich an die Wissenschaft selbst. Welche Erwartungen haben wir an kommende Experimente? Werden wir neue Physik sehen und verstehen vor allem? Werden wir die Theorie dazu finden und beschreiben können mathematisch? Welche Resultate werden die Beteiligten individuell hervorbringen? Was werden wir an Höhepunkten sehen in den nächsten Jahren? Das ist für mich das Wichtigste eigentlich. Ich glaube, darauf können wir uns alle sehr freuen. Das wird sich auch hier wieder reflektieren in Vorträgen im Theater. Denn wir leben in einer mehr als spannenden Zeit, besonders auch für die Wissenschaft, die sehr viele Beiträge leisten kann, gerade in der Zeit. Viele von uns wünschen sich noch in ihrer Lebenszeit interessante Antworten auf solche schwierigen Fragen in der Physik. Ähnlich wie es im 20. Jahrhundert vielleicht solche Antworten gegeben hat. Lassen Sie uns den Daumen dafür drücken. Ein letztes Wort vielleicht zum Abschluss noch über das Theater. Die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Clusters ist einfach hervorragend. Der Markus Müller hat es vorhin schon angedeutet und die drei haben das besprochen zusammen. Sie haben es erreicht, dass in Mainz die Frage nach den grundlegenden Bausteinen der Materie eine große Faszination bei der breiten Öffentlichkeit bewirkt, wie man in vollen Häusern immer sieht. Die Reihe Physik im Theater ist einfach ein großes Erfolgsmodell und erfreut sich seit 10 Jahren großer Beliebtheit, ohne dass das abnimmt. Die ausverkauften Veranstaltungen beweisen, dass sie die Begeisterung für die Wissenschaft jenseits des Vorstellbaren wecken können, das Physik natürlich nicht so einfach ist, aber sie schaffen das immer ungemein anschaulich, diese Vorträge zu gestalten. Und die Bereitschaft der Mainzerinnen und Mainzer zu kommen, zeigt, wie begeisterungsfähig auch die Bevölkerung hier in der Stadt ist und wie gut die Interaktion zwischen der Transfer zwischen der Universität, dem Cluster und der Stadt. Das ist ganz hervorragend. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum, zu diesem 10-Jährigen. Natürlich hoffen wir auf weiter gute Zeiten. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für diese einstimmenden und auch wirklich ermunternden Grußworte. Liebe Gäste, wir möchten jetzt unseren 10. Geburtstag dazu nutzen, um Sie mitzunehmen auf eine Zeit- und Weltreise. Wir möchten Ihnen zeigen, was wir in den letzten 10 Jahren tatsächlich an Erstaunlichem auf dem Mainzer Unicampus schaffen konnten und was wir dabei über das Universum und die kleinsten Bausteine der Materie gelernt haben. Und einiges davon haben wir in einem kleinen Film für Sie zusammengefasst. Und deswegen heißt es jetzt erst einmal Film ab. Warum haben sich nach dem Urknall Materie und Antimaterie nicht vollständig gegenseitig vernichtet? Woraus besteht die unsichtbare dunkle Materie, die mehr als 80% der Masse des Kosmos ausmacht? Was ist die Rolle der rätselhaften Neutrinos im frühen Universum? Auf der Suche nach neuer Physik. Seit nunmehr 10 Jahren gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Exzellenzcluster Prisma Plus den drängendsten Fragen der modernen Physik auf den Grund. Seit 2012 haben wir beeindruckende wissenschaftliche Erfolge erzielt und hervorragende Forschungsmöglichkeiten auf dem Mainzer Gutenberg Campus geschaffen. Einzigartige lokale Beschleuniger und Experimentieranlagen, ein großes Spektrum präzisester Messmethoden an speziell entwickelten Forschungsgeräten
ein neues Forschungsgebäude und zahlreiche Beteiligungen an internationalen Großexperimenten. Das sind beste Voraussetzungen, um bei Prisma Plus gemeinsam die Geheimnisse des Universums zu ergründen. Unser Steckenpferd ist die Präzisionsphysik und als solche schon im Namen unseres Clusters fest verankert. Mit unseren Experimenten stellen wir das Standardmodell der Teilchenphysik eingehend auf den Prüfstand. Dazu sind immer ausgeklügeltere Techniken nötig, die wir in Mainz und weltweit sehr erfolgreich entwickeln. Wir lassen Myonen im Kreis fliegen, stellen exotische Atome her oder fangen Teilchen in Fallen, um sie präziser als je zuvor studieren zu können. International führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen nach Mainz, um mit uns zusammen die Rätsel der Teilchenphysik zu entschlüsseln. Ein wichtiger Meilenstein bei der Lösung dieser Rätsel ist der Bau des neuartigen Elektronenbeschleunigers MESA. Zu den Schlüsselexperimenten gehört die Suche nach dunklen Photonen. Sie könnten wichtige Erkenntnisse über die geheimnisvolle dunkle Materie liefern. MESA bietet hervorragende Strahlintensität und Qualität, optimale Voraussetzungen für ein zukunftsweisendes Experimentierprogramm in der Präzisionsphysik und beim Nachweis bisher unbekannter Teilchen. Der Nachweis unbekannter Teilchen erfordert Detektoren auf höchstem technologischen Niveau. Im Prisma Detektorlabor werden anspruchsvolle Detektorkomponenten entwickelt und konstruiert. Lokale Forschungseinrichtungen profitieren von diesem einmaligen Know-how, ebenso wie internationale Großexperimente. Prisma Plus Forscherinnen und Forscher arbeiten unter anderem am Atlas-Detektor am CERN oder dem IceCube-Experiment in der Antarktis und exportieren so Mainzer Technik und Wissen in alle Welt. Mit IceCube, Dune und weiteren Großexperimenten rund um den Globus nehmen wir insbesondere die mysteriöse dunkle Materie und die geheimnisvollen Neutrinos in den Fokus. Neutrinos sind wahre Geisterteilchen, die sich nicht leicht zu erkennen geben. Wenn wir sie mit unseren Experimenten und Rechnungen zu fassen bekommen, haben sie uns aber sehr viel zu erzählen, zum Beispiel über die Vorgänge im Inneren der Sonne oder die Geschichte des Universums. Die Weiterentwicklung theoretischer Konzepte und Methoden ist entscheidend für den Erfolg von Prisma Plus. Am Mainzer Institut für Theoretische Physik, dem MITP, trifft sich die internationale Wissenschaftselite, um aktuelle Fragen der theoretischen Physik zu diskutieren. Diese Aktivitäten bilden auch eine Plattform für den Austausch mit experimentell arbeitenden Gruppen. Spannende und aktuelle Physik diskutieren wir bei Prisma Plus aber nicht nur intern. Der Wissenschaftsmarkt und die Mitmachausstellung Präzision faszinieren groß und klein. Genauso wie die populäre Vortragsreihe Physik im Theater im großartigen Ambiente des Mainzer Staatstheaters. Die Messung der W-Boson-Masse am Atlas-Detektor. Der Nachweis eines Neutrinos aus einer 3 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie. Die extrem präzise Vermessung des Myon-Magnetismus. Zusammen mit neuen hervorragenden Forschungsmöglichkeiten vor Ort in Mainz sind dies nur wenige Beispiele aus den letzten 10 Jahren, die stellvertretend für exzellente Wissenschaft, einzigartiges Umfeld und weltweite Vernetzung stehen. Sie machen das Exzellenzcluster Prisma Plus an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz zu einem bedeutenden Standort für internationale Spitzenforschung in der Elementarteilchen- und Hadronenphysik. Ja, meine Damen und Herren, nun haben Sie bereits einen ersten Eindruck unseres Exzellenzclusters Prisma Plus gewinnen können. Wir möchten Ihnen heute Abend
unsere Neugier, unsere Begeisterung für das Unbekannte, manchmal Unvorstellbare, für eine neue Physik vermitteln. Wir möchten Ihnen nahebringen, was uns antreibt, was uns motiviert, welche Erfolge wir bereits erzielen konnten in den vergangenen 10 Jahren und wie wir es schaffen wollen, den verbliebenen Rätseln des Universums auf die Spur zu kommen. Und dazu möchten wir Sie, wie gesagt, mitnehmen auf eine Zeitreise. Fangen wir also am Anfang an. Nach unserem Verständnis begann das Universum mit dem Urknall vor 13,7 Millionen Jahren. Das sehen Sie hinter mir auf dem Schirm. Nach einer kurzen explosionsartigen Expansion bildete sich ein heißes Plasma von Elementarteilchen. Das Universum dehnte sich weiter aus, kühlte dabei ab. Und wie Wassertröpfchen aus einem sich abkühlenden Wasserdampf entstehen und kondensieren, so kondensierten die verschiedenen Teilchensorten aus dem heißen Plasma, als das Universum abkühlte, sofern dann die Temperatur unter die Masse dieser Teilchensorte gefallen war. Und dadurch entstanden die entsprechenden Bestandteile der Atome, die Atomkerne, die Moleküle, komplexere Strukturen, Biomoleküle, aus denen wir selber bestehen und letztlich sämtliche Strukturen, die wir heute am Himmel sehen, die Galaxien. Es ist einer der größten Triumphe der modernen Physik, dass wir in der Lage sind, mit unseren Theorien und mathematischen Verfahren die kosmische Entwicklung von unmittelbar nach dem Urknall bis heute sehr genau beschreiben und auch verstehen zu können. Mehr noch, mit modernen Experimenten in der Elementarteilchenphysik sind wir in der Lage, im Labor Bedingungen herzustellen, wie sie im ganz frühen Universum geherrscht haben müssen. Und das können wir uns so vorstellen. Während Archäologen durch Grabungen herausgefunden haben, dass die Geschichte der Stadt Mainz als Siedlungsort mehr als 2000 Jahre in die Vergangenheit reicht, versuchen wir Physiker durch den Bau großer Teilchenbeschleuniger, dem Universum seine Rätsel zu entlocken. In den Kollisionen dieser Teilchen werden so große Energien erzeugt, dass laut Einsteins berühmter Gleichung E gleich mc² es damit möglich ist, neue schwere Teilchen herzustellen. So ist es möglich, zum Beispiel am CERN in diesen großen Teilchenbeschleunigern neue, bisher unbekannte Teilchen zu produzieren und dann in den Detektoren nachzuweisen. Aber hohe Energien sind eben auch äquivalent zu ganz hohen Temperaturen. Und damit können wir aus unseren im Labor gewonnenen Daten indirekt Rückschlüsse auf die Zustände im ganz frühen Universum ziehen. Wir können also quasi fast 13,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zurückschauen. Also diese Überlegungen machen Ihnen offensichtlich plausibel, dass die Frage nach dem Universum sehr eng mit dem Ursprung der Teilchen zu tun hat. Und was die Beschreibung der Teilchen betrifft, dafür haben wir seit 50 Jahren eine Theorie, das ist das Standardmodell der Teilchenphysik. Es ist eine ungeheuer präzise Theorie, die sämtliche Experimente im Labor, bis jetzt jedenfalls, mit erstaunlicher Genauigkeit beschreibt. Aber es ist, wie so oft, vieles komplizierter. Unsere Beschreibung der Kosmologie funktioniert nur dann, wenn wir annehmen, dass zusätzlich zu den uns bekannten Teilchen weitere Energie- und Materieformen existieren, die wir dunkle Energie und dunkle Materie nennen. Naja, nun könnte man argumentieren, wenn man gar nicht weiter weiß, dann gibt man den Dingen Namen, die besonders obskur klingen. Ja, aber das ist wie im richtigen Leben. Ne? Also, wie wir heute Abend noch sehen werden, gibt es sehr konkrete Hinweise auf die Existenz von dunkler Materie. Allerdings ohne, dass uns ein solches dunkle Materieteilchen jemals im Labor in die Falle gegangen wäre. Trotzdem, eine ganze Reihe von astrophysikalischen Experimenten hat gezeigt, dass etwa nur 5% der Materie und Energie des Universums durch das beschrieben werden, was wir bereits kennen, durch das Standardmodell der Teilchenphysik. Der Rest ist uns völlig unbekannt. Fassen wir also zusammen, es muss eine bisher unbekannte, sogenannte neue Physik jenseits des Standardmodells geben, die diese Phänomene beschreiben kann. Und genau hier setzt unser Exzellenzcluster an, wie wir bereits im Film eben schön sehen konnten. Bei Prisma Plus arbeiten über 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einem sehr breiten Forschungsprogramm
um mit den Methoden der experimentellen und der theoretischen Physik gemeinsam die großen spannenden Fragen zu bearbeiten, nämlich die Fragen nach der Existenz und dem Ursprung der dunklen Materie, aber auch nach der möglichen Existenz anderer weiterer Elementarteilchen und neuer fundamentaler Kräfte. Ja, jetzt gehen wir zurück vom Urknall ins Jahr 2012, dem Beginn von Prisma. Und unsere Reise führt uns zunächst in die Schweiz, nach Genf, zum größten Teilchenbeschleuniger der Welt, dem LHC, dem Large Hadron Collider, den Sie hier als rote Linie sehen, zusammen mit dem Genfer See, der Alpenkulisse und dem Mont Blanc in der Mitte ganz oben. Hier gelang 2012 am LHC die Entdeckung des Higgs-Teilchens, was eine echte wissenschaftliche Sensation war. Das Higgs-Teilchen hat jetzt tatsächlich auch seinen 10. Geburtstag und die eingefleischten Physik im Theater Ferns unter Ihnen werden schon am 3. Juli dieses Jahres Gelegenheit gehabt haben, mehr über das Higgs-Teilchen zu hören im Rahmen dieser Serie. Aber heute haben wir hier jemanden, der uns aus erster Hand berichten kann, wie die Entdeckung vor sich ging. Es ist unser Kollege Dr. Christian Schmidt, den wir jetzt auf die Bühne bitten. Hallo Christian. Das war ja eine Sensationsentdeckung, die ihr gemacht habt. Aber mich würde interessieren, kannst du uns bitte den Prozess beschreiben, als ihr in der Atlas-Kollaboration gemerkt habt, dass ihr vermutlich das Higgs-Teilchen gefunden habt. Das war ja sicherlich nicht ein Moment, sondern ein längerer Prozess. Wie genau ist das abgelaufen? Ja, die Entdeckung haben wir natürlich am 4. Juli der Öffentlichkeit vorgestellt. Aber innerhalb der Kollaboration haben wir natürlich schon länger geahnt, dass uns da das Higgs-Boson eventuell über den Weg gelaufen ist. Die ersten Hinweise gab es dann im Dezember 2011 schon mit einem geringeren Datensatz, wo sowohl Atlas als auch das Schwesterexperiment CMS leichte Überschüsse in der Suche nach dem Higgs-Boson gesehen haben, allerdings zu dem Zeitpunkt eben noch kompatibel mit statistischen Fluktuationen. Und in der Teilchenphysik ist es ja so, dass wir von einer Entdeckung erst dann reden können, wenn wir solche Fluktuationen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu mehr als 3 Millionen ausschließen können. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht so weit, aber natürlich waren alle aufgeregt, okay, wir haben schon erste Hinweise darauf und jetzt müssen wir halt schauen, gibt es da was noch was mehr, sehen wir da wirklich was oder entpuppt sich das Ganze doch als Fluktuation. Das heißt, die Wochen und Monate nach dem Dezember bis hin zur Entdeckung waren eine sehr intensive Zeit. Alle waren angespannt, aufgeregt, haben wir da was. Das heißt, wir mussten da wirklich intensiv in die Daten schauen, sicherstellen, dass wir da keine Fehlmessung machen, immer die neuen Daten analysieren und hatten da dann gegen Ende zum Teil sogar tägliche Meetings, wo wir uns immer dann angeschaut haben, okay, was gibt es Neues, haben wir denn diesen Prozess verstanden, haben uns dann zum Teil auch Ereignisse, wie Sie oben hier eines sehen, angeschaut, um zu verstehen, was ist denn da genau passiert. Und insofern war das für uns eine sehr spannende Zeit, eine sehr intensive Zeit, bis wir dann endlich der Öffentlichkeit am 4. Juli dann die Entdeckung vorstellen konnten. Wunderbar. Jetzt ist das Atlas-Experiment ja ein Riesenapparat erstmal. Ja. Es sind 3000 Leute an diesem Experiment beteiligt. Also wie findet man als einzelner Wissenschaftler wie du seine Nische in diesem ganzen Riesenapparat? Was war dein Beitrag dabei? Ja, also an der Higgs-Entdeckung an sich haben innerhalb von Atlas natürlich mehrere hunderte Personen gearbeitet. Dazu muss man auch sehen, dass die Suche nach dem Higgs-Boson natürlich eine sehr komplexe Analyse ist. Das Higgs-Boson, wie es in der Theorie vorhersagt, der zerfällt direkt nach der Produktion in verschiedenen Teilchen und kann natürlich auch in viele verschiedene Teilchen zerfallen. Das heißt, da muss man alle möglichen Zerfallskanäle abdecken. Und für die Entdeckung mussten dann sogar 3 dieser Zerfallskanäle kombiniert werden, um eben sensitiv genug zu sein. Das heißt, da gibt es schon mal eine große Aufteilung. Wir in Mainz haben uns dann mit dem Kanal beschäftigt, eben das Higgs-Boson in 2 W-Bosonen zerfallen. Das sind die Teilchen, die zum Beispiel auch für den radioaktiven Zerfall zuständig sind. Und in dem Prozess haben wir uns dann eine der möglichen Untergrundprozesse genauer angesehen. Das heißt, wir müssen nicht nur sehen, dass das Higgs-Boson eben die Zerfallprodukte, die dabei rauskommen, sondern es gibt auch andere Prozesse, die eben zur gleichen Signatur führen. Wir müssen sicherstellen, dass diese Prozesse eben gut verstanden sind
und nach Möglichkeit auch möglichst unterdrückt werden. Und damit haben wir uns hier in Mainz beschäftigt, von einem der Deckungskanäle. Ja, toll. Nun gehört es ja zum Wesen der Hochenergiephysik, dass große, wirklich sehr große internationale Kollaborationen eigentlich die wichtigste Rolle spielen. Eine einzelne Universität oder ein Forschungslabor könnte ein Experiment dieser Größenordnung auf keinen Fall konstruieren oder auch durchführen. Wie muss man sich jetzt in der Praxis die Arbeit in einer Kollaboration von mehr als 3000 Mitgliedern vorstellen? Das ist ja auch ein soziologisches Experiment. Neben der eigentlichen Physik. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir immer die 3000 Personen alle zusammen in einem Raum sitzen und dann diskutieren. ATLAS ist ja auch kein monolithisches Experiment, sondern besteht aus sehr vielen kleineren Detektoren, die ineinander greifen müssen, um das Ganze ins Laufen zu bekommen. Das heißt, die einzelnen Arbeitsgruppen sind typischerweise auch nur Experten von einem solchen kleinen Element vom ATLAS-Detektor. Da gibt es schon eine natürliche Aufteilung, dass sich diese 3000 Mitglieder von ATLAS eben aufteilen in kleinere Gruppen, bis runter so 20 bis 30 Personen, die dann intensiv an dem Aufbau, dem Betrieb und der Weiterentwicklung von einzelnen Detektorkomponenten arbeiten. Und natürlich gibt es dann neben noch dann größere Meetings, wo das Ganze koordiniert werden muss, wie die einzelnen Komponenten zusammenarbeiten. Aber diese kleinere Aufteilung ist es auch nicht anders wie ein normales Experiment an der Universität. 20, 30 Leute, die eben effektiv an einem Bereich vom ATLAS arbeiten. Wenn ich richtig informiert bin, ist die Kollaboration gerade in Lissabon, um diese Woche sich zu treffen, wo wahrscheinlich dann doch relativ viele der 3000 dabei sind, könnte ich mir denken. Und du bist hier geblieben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin hier geblieben, genau. Ja, jetzt hat das Higgs-Boson ja seinen 10. Geburtstag, wie wir auch heute gehört haben. Und es war eine wissenschaftliche Sensation. Wie würdest du jetzt im Rückblick, ja, 10 Jahre Higgs-Boson, wie würdest du im Rückblick diese Entdeckung jetzt einschätzen? Also meiner Meinung nach war die Entdeckung vom Higgs-Boson eines der Meilensteine in der Erforschung der Teilchenphysik. Es ist das letzte Teilchen, was zum Standardmodell vorhergesagt worden ist. Also insofern komplettiert ist das Standardmodell der Teilchenphysik. Andererseits bietet es uns auch die Möglichkeit, über das Standardmodell hinauszuschauen. Das Higgs-Boson an sich koppelt ja an Teilchen mit einer Masse. Und wie wir auch im Folgenden noch sehen werden, die dunkle Materie hat ja auch Masse. Das heißt, das Higgs-Boson könnte ein Fenster zur neuen Physik sein. Wenn wir das also genauer verstehen, könnten wir vielleicht auch ein bisschen Hinweise finden, wie die dunkle Materie aufgebaut ist. Ja, also dass wir dann den nächsten Schritt tun können damit. Ja, genau. Prima. Wie hat denn das Higgs-Teilchen deine eigene Forschungstätigkeit in den letzten 10 Jahren geprägt? Und was hat sich eigentlich alles verändert? Und wie ist dein Ausblick in die Zukunft? Ja, also wie im Jahr 2012 das Higgs-Boson entdeckt haben, wussten wir noch nicht sehr viel darüber. Wir hatten so eine Theorievorhersage, aber was wir gesehen haben, okay, wir haben ein Teilchen gesehen, das verhält sich so ähnlich, wie die Theorie jetzt vorhergesagt hat, aber wir wussten noch nicht viel mehr darüber. Das heißt, die Jahre danach waren geprägt davon, das Higgs-Teilchen genauer zu studieren, zu überprüfen, verhält es sich wirklich genauso, wie die Theorie jetzt vorhersagt. Ist es wirklich das Higgs-Boson oder gibt es vielleicht mehrere Higgs-Bosone? Oder ist es vielleicht nur ein Teilchen, was aussieht wie ein Higgs-Boson, aber was ganz anderes ist? Das waren die ersten Jahre nach der Entdeckung. Das wird uns auch weiterhin beschäftigen. Wir versuchen, die Präzision immer weiter zu treiben, um das genauer zu vermessen. Gleichzeitig gibt es noch eine weitere sehr wichtige Vorhersage von der Theorie. Und zwar die Vorhersage, dass das Higgs-Boson mit sich selber wechselwirkt. Und das führt dazu, dass wir nicht einzelne Higgs-Bosonen im Detektor sehen, sondern Paare von Higgs-Bosonen sehen. Und zwar Paare wie bei eineigen Zwillingen, dass aus einem Higgs-Boson 2 Higgs-Bosonen entstehen. Leider Gottes wie in der Natur, die Zwillinge kommen nicht ganz so häufig vor wie einzelne. Das heißt, wir müssen viel mehr Daten sammeln, um das Ganze wirklich messen zu können. Und dazu kommt noch die unschöne Eigenschaft, dass uns eigentlich nur die eineigen Zwillinge interessieren. Die anderen Zwillinge gibt es zwar auch, aber die kennen wir schon. Die einzelnen Higgs-Bosone produziert worden, haben wir schon studiert. Wir interessieren uns wirklich nur für die Paare, die aus einem Higgs-Boson entstehen. Und das wird uns die nächsten Jahre, sicherlich die nächsten 10 Jahre beschäftigen. Da ist noch viel Arbeit für euch. Genau. Ja, dann viel Erfolg. Ganz herzlichen und Dank. Weiterhin Danke. Viel Spaß. Christian, herzlichen Dank. Ja, es wurde ja eben schon erwähnt, neben der Higgs-Physik
stellen auch die Neutrinos einen wichtigen und sehr erfolgreichen Forschungsschwerpunkt unseres Exzellenzclusters dar. Wenn Sie häufig bei Physik im Theater zu Gast waren, dann wissen Sie vielleicht, dass diese Geisterteilchen praktisch gar nicht mit gewöhnlicher Materie interagieren. Es ist daher wahnsinnig schwierig, sie experimentell nachzuweisen. Wenn es gelingt, sie nachzuweisen, dann können Sie uns viel verraten über die Physik jenseits des Standardmodells und auch über extreme Ereignisse im tiefen Kosmos, wie zum Beispiel die Verschmelzung zweier Neutronensterne. Zurück aus der Schweiz führt uns unsere Reise zunächst weiter nach Italien, ins Gran Sasso-Massiv in den Abruzzen, wo tief unten im Berg ein Experiment, das sogenannte Borexino-Experiment, nach Neutrinos aus dem Inneren der Sonne sucht. Diese Neutrinos hat man gefunden, man hat sie vermessen und man konnte viel über die Dynamik im Sonneninneren, aber auch über die Eigenschaften der Neutrinos daraus lernen. Neutrinos sind aber insgesamt ein großer Forschungsschwerpunkt bei uns. Wir sind nicht an einem einzigen Experiment, sondern an vielen beteiligt. Darüber hinaus sind eben Mainzer Physikerinnen und Physiker am Juno-Experiment tätig in China, am Project 8-Experiment in Seattle in Amerika und auch am zukünftigen Dune-Experiment am Fermilab, dem großen Teilchenphysiklabor in Amerika in der Nähe von Chicago. Wir können also auf unserer Weltreise auch eine ganze Menge Frequent Flyer-Meilen sammeln, dadurch, dass wir so gut vernetzt sind. Was ist das Ziel dieser Experimente? Einerseits die Neutrinos besser zu verstehen, zum Beispiel ihre Masse erstmals zu vermessen. Die sollte nämlich im Standardmodell verschwinden. Wir wissen, sie verschwindet nicht wirklich. Das ist also Physik jenseits des Standardmodells, aber die Masse selbst wurde noch nie gemessen. Und wir wollen auch verstehen, ob Neutrinos eine Erklärung dafür liefern könnten, warum wir im Universum sehr viel mehr Materie als Antimaterie finden. Das sind also zwei ganz wichtige Fragestellungen, die wir mithilfe dieser Experimente aufklären wollen. Es kommt aber noch der extremste Fall von Neutrino-Experimenten. Von den USA reisen wir nämlich weiter zum südlichsten Punkt der Erde. Tief unten im antarktischen Eisschild gibt es ein eigenes riesengroßes Neutrino-Experiment, Ice Cube genannt. Ist ein kubischer Kilometer in alle Richtungen von solidem Eis, der als Detektor benutzt wird und der nach kosmischen Neutrinos sucht. Also Neutrinos, die nicht aus unserer Umgebung stammen, sondern deren Quellen tief im Kosmos liegen, in fernen Galaxien, weit entfernt von unserer Milchstraße. Dieser Ice Cube-Detektor ist so riesig, dass der Mainzer Dom mehr als 9000 Mal darin Platz finden würde. Wie man daraus einen Detektor baut und was man mit diesem Detektor alles finden kann, das verrät uns jetzt Elisa Lohfink, Doktorandin in der Arbeitsgruppe unseres Kollegen Sebastian Böser. Elisa, the stage is yours. Mhm. Ja, vielen Dank für die Einführung. Mein Name ist Elisa Lohfink und wenn man meinen 5-jährigen Neffen fragt, was ich beruflich mache, dann sagt er, ich bin Weltraumerfinderin. Bedeutet, ich bin Doktorandin in der Astroteilchenphysik und arbeite am Ice Cube-Experiment, das kosmische Neutrinos detektiert. Neutrinos, das sind die kleinen Geschwister von Elektronen zum Beispiel. Und ich meine wirklich kleine Geschwister, also die sind 1 Million Mal leichter und sind außerdem ungeladen, weswegen sie insgesamt sehr selten wechselwirken. So selten, dass ein Neutrino gute Chancen hat, durch den ganzen Planet Erde einfach durchzufliegen, ohne etwas davon zu merken. Das gibt ihnen auch den Namen Geisterteilchen, denn sie sind unsichtbar und können durch Wände fliegen. Und mag sein, dass mein 5-jähriger Neffe das cool findet. Mich als Experimentalphysikerin macht das eher nervös, denn wenn die so selten wechselwirken, wie messe ich die denn dann? Tatsächlich, vor 90 Jahren, als Neutrinos erstmalig postuliert wurden, ging man davon aus, dass die überhaupt nicht messbar sind. Hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Heute haben wir zum Beispiel das Ice Cube-Experiment, mit dem wir sie eben doch messen können. Das Ice Cube-Experiment steht am Südpol, ist jetzt vielleicht nicht der erste Ort, wo man sich überlegt, dass man sein Experiment aufbaut,
hat aber Gründe, die damit zusammenhängen, wie wir diese Neutrinos messen. Wenn so ein Neutrino nämlich doch mal wechselwirkt, in diesen seltenen Fällen, dann wird in dieser Wechselwirkung sogenanntes Cherenkov-Licht produziert. Das Signal, das wir messen wollen, sind also sehr seltene Lichtpulse. Und das bedeutet zwei Dinge für unseren Detektor. Einerseits, wir brauchen Detektionsmaterial, das optisch möglichst durchsichtig ist. Und andererseits, wir brauchen richtig viel davon, damit wir mit den seltenen Wechselwirkungen nicht ewig warten müssen, bis wir mal was detektieren. Richtig viel bedeutet so ein Kubikkilometer. Das sind jetzt Größenordnungen, bei denen der örtliche Baumarkt nicht mehr wirklich weiterhelfen kann. Aber glücklicherweise gibt es sowas in der Natur. Und zwar das antarktische Gletschereis. Das ist über 2 Kilometer dick. Und, Entschuldigung, über 2 Kilometer dick und der klarste natürliche Feststoff der Welt. Also perfekt für uns. Da sind die Ice Cube-Leute dementsprechend an den Südpol gegangen und haben mit heißem Wasser insgesamt 86 Löcher ins Eis gebohrt und darin an solchen Kabeln aufgereiht, wie man das hier schematisch sieht, über 5000 Lichtsensoren im Eis versenkt. Wenn jetzt also ein Neutrino mal so einen Lichtfußabdruck im Eis hinterlässt, sieht das für Ice Cube so aus. Hier ist jeder Lichtsensor, der in der Interaktion Licht gesehen hat, als Kugel dargestellt. In Wirklichkeit sehen die einzelnen Sensoren so aus. Da wird gerade ein solcher Sensor in so ein reingeschmolzenes Loch runtergelassen an seinem Kabel. Drumherum ist ein Glasdruckgefäß, damit er mit den Bedingungen in 2,5 Kilometer Tiefe im Eis klarkommt. Und von denen sind seit 10 Jahren mittlerweile über 5000 ins Südpolareis reingeschmolzen worden. Seit die alle da im Eis sind, muss am Südpol selbst nur noch Wartung gemacht werden und darauf reagiert werden, wenn der Detektor tatsächlich mal ein Problem haben sollte. Dafür sind immer mindestens 2 Leute am Südpol, eine von denen sehen Sie hier, in so einer charakteristischen roten Jacke, die einem am Südpol häufig begegnet. Ich habe auch eine dabei. Die Dinger sind richtig warm, aber die müssen ja auch bei minus 50 Grad noch warm halten. Die meiste Arbeit, sowas wie Datenanalyse und Entwicklung, passiert aber mittlerweile weltweit in den über 50 Instituten, die in der Ice Cube-Kollaboration beteiligt sind. Sie sehen hier ein Bild von unserer Kollaboration. Da waren wir vor ein paar Jahren auf einem Kollaborationsmeeting in Mainz. Manche erkennen vielleicht die Perspektive, das ist vor dem Physikbau an der Uni. Gut, wir haben jetzt also unsere Sensoren im Eis. Wir haben eine ganze Kollaboration voller Leute, die richtig Lust auf Forschung haben, brauchen aber noch unsere Neutrinos. Anders als Beschleunigerexperimente müssen wir die zum Glück nicht selbst machen, sondern wir messen kosmische Neutrinos. Die haben millionenfach höhere Energien als irdische Beschleuniger das jemals produzieren könnten, kommen aber direkt mit einem Rätsel gratis dazu, nämlich wir wissen nicht, wie werden die einfach eigentlich im Kosmos produziert? Was sind eigentlich die Quellen von diesen hochenergetischen kosmischen Neutrinos? Eine mögliche Quelle sind sogenannte Blazare. Das sind schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien. Und in so ein schwarzes Loch wird Materie ja so strudelförmig reingesaugt. Bei Blazaren passiert das mit derart hohen Energien und unter Präsenz von so starken elektromagnetischen Feldern, dass ein Teil der Materie wieder senkrecht ausgeworfen wird. In einem sogenannten Jet. Wenn so ein schwarzes Loch also gerade besonders viel Materie einsaugt, wird auch besonders viel Materie und auch Gammastrahlung in diesem Jet nach außen beschleunigt. Und wenn im Fall von einem Blazar dieser Jet genau auf die Erde deutet, am besten auf die Antarktis natürlich, dann können wir das auf der Erde tatsächlich messen, diese Erhöhung der Strahlung und des Teilchenflusses durch den Jet von diesem schwarzen Loch. Gerade für Neutrinos machen wir uns da die Geisterteilchen-Eigenschaften von Neutrinos zunutze, die darin bestehen, die fliegen ja durch alles durch. Das heißt, wenn wir hier
ein Neutrino am Südpol detektieren, dann wissen wir, dass es geradlinig von seiner Quelle aus bis zu uns geflogen, zwischendrin nicht absorbiert oder richtungsmäßig abgelenkt worden. Wenn wir also dessen Richtung rekonstruieren, wissen wir, in dieser Richtung liegt die Quelle von dem Neutrino. Und das konnten wir 2018 erstmalig erreichen, als wir ein Neutrino aus dem Blazar mit dem schönen Namen TXS0506 messen konnten. Das wäre also dann tatsächlich die erste kosmische Neutrinoquelle, die wir damit haben. Jetzt fragen Sie vielleicht, schön und gut, ein Neutrino, das aus der Richtung kam, aber wie sicher kann man sich denn sein, dass das tatsächlich aus genau dieser Quelle gekommen ist? Ziemlich sicher, aus folgenden Gründen. Als Ice Cube dieses hochenergetische Neutrino gemessen hat und die Richtung rekonstruiert, hat es einen Alarm an alle möglichen Teleskope geschickt, dass die doch bitte mal in diese Richtung schauen sollen, ob sie da was Interessantes sehen. Da waren optische Teleskope dabei, aber auch zum Beispiel Gammastrahlenteleskope wie Fermi, das ist satellitengestützt. Und insbesondere bei Fermi waren die Leute direkt völlig aus dem Häuschen, denn die hatten diesen Blazar TXS schon seit Monaten besonders observiert, weil der gerade in Gammastrahlen so ein Flair erlebt hat. Hier sehen Sie, was dann Ice Cube und die Gammastrahlenexperimente MAGIC und Fermi da tatsächlich gesehen haben. Hier ist der Ausschnitt des Himmels, in dem sich das Ganze abspielt. Und in den Linien sehen Sie die Bereiche, auf die die einzelnen Experimente eingrenzen können, wo die jeweilige Quelle gelegen hat, also eingrenzen können, wo sie sich sicher sind, dass ihre Teilchen oder ihre Strahlung hergekommen ist. Für das eine Ice Cube Neutrino ist das noch relativ groß, das sind diese Umrisse hier, aber für MAGIC und Fermi, die Gammastrahlenteleskope, da muss man hier schon in den Bereich reinzoomen, wie es hier gemacht ist, damit man ordentlich sieht, wie exakt die auflösen konnten, wo die Gammastrahlenquelle eben war. Und ganz in der Mitte von all diesen überlappenden Bereichen, in Pink, sieht man, da ist TXS, der Blazar, um den es bei uns geht. Da konnten wir uns dann also schon relativ sicher sein, das Neutrino, das Ice Cube gesehen hat, kommt tatsächlich aus dieser Quelle TXS. Was wir dann zusätzlich noch gemacht haben, ist, dass sowohl Ice Cube als auch Fermi in ihre 10 Jahre zurückreichenden Archive geschaut haben, um zu sehen, gab es da vielleicht schon mal was Spannendes. Und tatsächlich 2014 gab es schon mal einen Gammastrahlenflare, den Fermi detektieren konnte. Und dazu konnte Ice Cube zur selben Zeit über ein Dutzend Neutrinos assoziieren. Wir sind also insgesamt sehr sicher, die Neutrinos, die wir aus dieser Richtung in Ice Cube sehen, kommen tatsächlich aus diesem Blazar TXS. Und damit haben wir tatsächlich die erste kosmische Neutrinoquelle. Was auch bedeutet, dass wir erstmalig die Möglichkeit haben, kosmische Objekte nicht nur zum Beispiel über optisches Licht oder Gammastrahlen, sondern auch im Licht der Neutrinos zu untersuchen. Neutrinos wohlgemerkt, von denen wir ursprünglich dachten, wir könnten sie überhaupt nicht detektieren. Aber jetzt verraten uns diese Neutrinos eben viel über ihre Quellen und damit über kosmische Objekte, die uns sonst Rätsel aufgeben würden. Wenn Sie sich jetzt übrigens fragen, dieser Blazar TXS, wo kann ich mir den anschauen? Können Sie? Sie kennen vielleicht das Sternbild Orion. Da unter Orions Ellbogen, da ist TXS. Und heute Nacht sollte so ab Mitternacht in Richtung Osten Orion überm Horizont auftauchen, wenn Sie mal schauen möchten. Vielleicht also, wenn Sie in Zukunft Orion am Nachthimmel sehen, denken Sie mal an die Forschenden, die am Südpol und weltweit darauf hoffen, dass sie demnächst mal wieder was Spannendes aus dieser Richtung sehen können. Ja, ganz herzlichen Dank, Elisa, für diesen tollen Vortrag mit Mitmachanweisungen für heute Nacht.
Also Neutrinos sind schon richtig coole Teilchen, vor allem am Südpol. Aber das Standardmodell der Teilchenphysik, unser Baukasten, hat noch andere Schätze zu bieten, zum Beispiel die Myonen. So ein Myon ist wie der große Bruder des Elektrons. Es hat die gleiche Ladung, ist aber 200 Mal schwerer. Und es hat den Nachteil, es zerfällt nach etwas kurzer Zeit. Das Elektron ist stabil. Und als man das Myon vor circa 90 Jahren entdeckte, hat das die Teilchenphysik, die damalige Physik, komplett durcheinander gewirbelt. Man kannte damals das Elektron, das Proton und das Neutron und damit war die Teilchenwelt in Ordnung. Das waren die damals bekannten Bausteine der Materie. Und das Myon, das hat alles tatsächlich auf den Kopf gestellt. Und wäre Gerhard Polt damals dabei gewesen, hätte er gefragt, ja, braucht's das? Aber heute sind diese Myonen, die damals uns vor Rätsel gestellt haben, die sind Werkzeuge geworden. Und damit können wir jetzt den nächsten Schritt tun und das Standardmodell prüfen. Wir können mit Myonen exotische Atome bauen. Wir können ihre Eigenschaften extrem genau vermessen. Wir können uns das Standardmodell richtig genau vorknöpfen und auf den Prüfstand stellen. Und jetzt können Sie sich fragen, ja, warum sind wir eigentlich so versessen darauf, in diesem Theoriegebäude des famosen Standardmodells Risse zu entdecken? Ja, einfach aus dem Grund, weil das Standardmodell uns über die dunkle Materie zum Beispiel nichts zu sagen hat. Aber dazu müssen wir erstmal eine Messgröße finden, mit der das Standardmodell in Erklärungsnot kommt. Eine Messgröße, die wir im Labor messen können, und das ist gar nicht so einfach. Und das hat mit diesen kreiselnden Myonen zu tun, von denen ich Ihnen erzählen möchte. Aber vorher möchte ich Ihnen noch eine Analogie präsentieren, wie Präzisionsphysik funktioniert. Vor 100 Jahren stand die Physik auch schon mal vor einem Rätsel, und das hatte mit der Planetenbewegung des Merkur zu tun. Wie alle Planeten bewegt sich der Merkur auf einer Ellipse um die Sonne. Aber nach jedem Umlauf verschiebt sich sein sonnennächster Punkt um einen kleinen Winkel. Und pro Jahrhundert laufen 574 Bogensekunden auf. Das konnte man vor 100 Jahren sehr, sehr präzise messen. Und man hatte damals auch eine Theorie der Planetenbewegung, das war die Newtonsche Mechanik. War sehr präzise, war sehr ausgereift. Und mit dieser Newtonschen Mechanik konnte man tatsächlich nur einen Teil dieser Winkeldrehung erklären. Es blieb ein Defizit von ca. 42 Bogensekunden, für die es damals keine Erklärung gab. Und als Albert Einstein dann 1915 seine allgemeine Relativitätstheorie formulierte, konnte er mit ihrer Hilfe tatsächlich dieses Defizit erklären. Also wir haben ein Beispiel für eine Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment. Es kommt eine neue Theorie daher, die dieses Defizit erklären kann. Und damit kommt auch eine ganze Reihe von neuer Physik ins Spiel, nämlich schwarze Löcher, Gravitationswellen oder so ein sperriger Begriff wie gravitative Rotverschiebung. Und wenn Sie nicht wissen, was das ist, haben Sie es heute vielleicht sogar benutzt, als Sie nämlich Ihr Navigationssystem angestellt haben, das ohne diese gravitative Rotverschiebung nicht funktionieren würde. Also die Grundlagenforschung von vorgestern ist das Smartphone von heute. Aber ich wollte Ihnen ja was über kreiselnde Myonen erzählen. Und so ein Myon ist eigentlich tatsächlich wie ein Kreisel. Es dreht sich um seine eigene Achse und es hat einen Spin. Und dieser Spin zusammen mit der elektrischen Ladung dieses Myons erzeugt, was man ein magnetisches Moment nennt, M. Und wenn man dieses kreiselnde Myon jetzt in ein Magnetfeld einbringt, dann fängt es tatsächlich an, auch um dieses Magnetfeld zu kreiseln, nicht nur um seine eigene Achse. Was charakteristisch für diese Kreiselbewegung ist, ist eine Größe in diesem magnetischen Moment, das ist der sogenannte G-Faktor. Und dieser G-Faktor ist tatsächlich eine Messgröße, mit der wir das Standardmodell überprüfen können und schauen, ob Theorie und Experiment übereinstimmen. Und es gab theoretische Vorhersagen für diesen G-Faktor. Die erste hat Paul Dirac geliefert, seine Gleichung ergab den Wert G gleich 2 und der Prozess, der dafür verantwortlich ist, hier durch dieses Diagramm dargestellt, da wechselwirkt ein Myon mit einem elektromagnetischen Feld, dem B-Feld. Aber als man dann genauer messen konnte, hat man festgestellt, auch dieser Wert 2 ist nicht ganz richtig. Es gibt eine winzige Abweichung davon. Und die erste theoretische Vorhersage dafür
war von Julian Schwinger, der dann 1948 ausgerechnet hat, es gibt eine Abweichung, die ist Alpha über 2 Pi. Und er hat noch einen weiteren Prozess dazu genommen, den Sie mit dem anderen Diagramm hier sehen. Dieses Resultat hat ihm so gut gefallen, dass er Alpha über 2 Pi auf seinen Grabstein hat einmeißen lassen. Aber hier hört auch hier hört die Geschichte nicht auf, es geht weiter, denn dieser G-Faktor bekommt Beiträge von allen uns bekannten fundamentalen Wechselwirkungen außer der Gravitation. Also, wenn wir uns jetzt das anomale magnetische Moment vornehmen, die Abweichung von diesem Wert G gleich 2, dann bekommt dieses anomale magnetische Moment Beiträge vom Elektromagnetismus, von der schwachen Wechselwirkung, die für den radioaktiven Zerfall zuständig ist, die starke Wechselwirkung, die Protonen und Neutronen zusammenhält, ja, und möglicherweise auch von Physik, die wir noch nicht kennen. Das wäre unser Preis. Und jetzt spielt genau die starke Wechselwirkung eine besonders subtile Rolle. Denn auch wenn der Wert dieses anomalen magnetischen Moments so 99,9994% allein durch die elektromagnetische Wechselwirkung gegeben ist und der Beitrag der starken Wechselwirkung nur ganz winzig ist, die Unsicherheit, die theoretische Unsicherheit ist tatsächlich dominiert durch die starke Wechselwirkung. Und wenn wir diesen Wert verbessern wollen, müssen wir hier ansetzen. Mit meiner Arbeitsgruppe mache ich das mit Hilfe einer sogenannten Gitter-QCD. Diese schöne Formel subsumiert die gesamte starke Wechselwirkung, sämtliche Phänomene. Und was wir tun, wir setzen die Quarks und Gluonen der starken Wechselwirkung auf ein Gitter. Und damit können wir ja sogenannte numerische Experimente machen. Und wir setzen diese Theorie dann auf große Computer und rechnen dann den Beitrag der starken Wechselwirkung aus. Und damit versuchen wir, die Vorhersage zu verbessern. Aber jetzt noch mal zum Experiment. Sie haben vielleicht diesen Beschleunigerring schon in unserem Film gesehen und unser Kollege Martin Fertel ist ganz zentral daran beteiligt. Und um dieses Experiment zu machen, hat man was völlig Irres unternommen. Man hat diesen gesamten Speicherring, den Sie hier links im Bild sehen, transportiert von einem Beschleunigerlabor bei New York in Brookhaven entlang der Ostküste der USA, den Mississippi hinauf und das letzte Stück, wie man da sieht, auf dem Sattelschlepper bis zum Fermilab. Warum hat man das gemacht? Der Myonenstrahl am Fermilab ist einfach besser und damit kann man genauer messen. Und das funktioniert so, indem man jetzt die Myonen einschießt. Die Myonen, die kreisen dann im Ring und jetzt fangen die Myonen an zu kreiseln und aus dieser Kreiselbewegung bekommen wir tatsächlich unser anomales magnetisches Moment gemessen. Und das ist der Wert, und die Zahlen brauchen Sie sich nicht merken, das sind wie die Lottozahlen fast, aber es sind 11 Stellen, man kann es auf 11 Stellen genau messen. Und ungefähr genauso genau können wir rechnen. Jetzt wollen wir mal das Standardmodell mit dieser Messung konfrontieren. Hier ist der aktuelle Stand der Messung. Es gibt zwei, eine von Brookhaven, die neuere vom Fermilab und die Breite dieses Bandes symbolisiert oder repräsentiert die Unsicherheit, die Präzision der Messung. Wo liegt das Standardmodell? Das liegt daneben. Ja, aber jetzt muss man sich fragen, wie sehr daneben liegt es eigentlich? Und das hängt davon ab, wie genau man beide Werte kennt. Und aktuell sind das 4,2 sogenannte Standardabweichungen. Jetzt könnte man denken, ja, vielleicht ist das ja nur ein Zufall, dass es daneben liegt. Und 4,2 Standardabweichungen entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 37.400, dass es einfach nur eine Fluktuation ist. Das ist zwar klein, aber nicht klein genug, damit das Standardmodell nasse Füße bekommt. Denn um neue Physik zu sehen, müsste die Abweichung viel größer sein, nämlich bei 5 Standardabweichungen. Und dann hätten wir tatsächlich neue Physik. Aber dazu müssten wir noch genauer messen und noch genauer rechnen können. Aber vielleicht kommt es auch noch mal anders. Denn die Ergebnisse, die auch wir in unserer Arbeitsgruppe erzielt haben, könnten darauf hindeuten, dass sich der Wert der Standardmodellvorhersage etwas bewegt, und zwar in die falsche Richtung, nämlich zum Experiment hin. Und dann könnten möglicherweise unsere Träume von neuer Physik doch auch wieder zerplatzen. Gut, das war's.
Ja, und es geht mit den Myonen ja noch weiter. Mit Myonen kann man exotische Atome bauen. Und mit diesen exotischen Atomen hat einer unserer Kollegen, Randolf Pohl, 2010 in einer Messung am PSI in der Schweiz eine Frage nochmal aufgeworfen, die eigentlich auch schon längst beantwortet schien. Nämlich, wie groß ist eigentlich ein Proton? Und ein Doktorand aus Randolfs Arbeitsgruppe, Ahmed Uf, wird jetzt auf die Bühne kommen und uns erzählen, welche Rolle er in dieser spannenden Frage nach dem Rätsel des Protons spielt. Hallo, Ahmed. Hallo. Also, gut, was sind denn jetzt eigentlich genau myonische Atome? Ja, so. In normalen Atomen Elektronenkreis und Proton. In myonischen Atomen Elektron durch Myon ersetzt. Das Myon ist 200 Mal schwerer als das Elektron. Und die Spektroskopie mit myonischer Wasserstoff ist mehrere Millionen empfindlicher. Ist mehrere Millionen Mal empfindlicher. Also eine sehr viel empfindlicher Probe zur Messung der Protongröße. Was bedeutet das? So, stellen Sie sich das Proton als eine Nadel in der Mitte eines Stadions vor. Vor das Elektron ist so, als ein Mann mit als würde es ein Mann mit einem Fernglas aus der letzten Reihe des Stadions in 15 Metern Entfernung betrachten. Ja? Das Myon ist so, als würde jemand auf 25 cm Entfernung auf diese Nadel schauen. Das ist kein Alien, das bin ich. Im Laserlabor. Im Laserlabor. Ja, was genau war denn jetzt das Besondere der Messung von 2010, über die eben schon gesprochen wurde? Ja, das Ergebnis war sehr überraschend. Denn die Größe des Protons war 4% kleiner als bisherige Messungen zeigten. Das war der Anfang des Proton-Radius-Rätsel. Das Proton wurde sozusagen geschrumpft. Das war die Messung am PSI 2010. Es gab große Aufregung und seitdem viele weitere Experimente. Also Rätsel klingt ja sehr spannend, aber wenn du sagst, 2010 ist dieses Rätsel dann tatsächlich entstanden, was ist seither daraus geworden? Ja, zunächst, Größe des Protons ist von fundamentaler Bedeutung. Wenn normale Atome und myonische Atome unterschiedliche Ergebnisse liefern, ist die große Frage, ist das ein Fehler im Messsystem? Oder steckt neue Physik dahinter? Also, was tun? Man kann die Größe des Protons auch messen, indem man Elektronen wie Billardkugeln auf die Protonen schießt. Das ist die Elektronenstreuung. In 2010 wurde das in Mainz gemacht, MAMI, und das Ergebnis stimmt mit der normalen Atommessung überein. Heute mehr Messungen und Befunde deuten auf die kleinere Protongröße hin. Das Rätsel ist noch nicht vollständig gelöst. Vielleicht kommt die Überraschung mit der nächsten Messung, ja. zum Beispiel am Messer in Mainz. Ja. Ja? Also wieder ein weiterer Grund, um diesen Beschleuniger auch tatsächlich zu bauen. Prima. Aber dann möchte ich doch noch mal nachfragen, womit du dich jetzt genau zurzeit befasst in deiner Forschung. Immer noch mit myonischen Atomen. Wir haben über die elektrische Größe des Protons gesprochen. Aber das Proton hat auch magnetische Eigenschaften. Die interessieren mich für die nächste Messung. Wo? In der Schweiz? Warum?
Die Schweiz ist, die Schweiz ist berühmt für Schokolade und Kuchen. Aber in der Schweiz gibt es auch tolle Forschungslabor. Das BSI in der Schweiz hat die weltweit stärkste Quelle für Myonen. Das bin ich bei einer Strahlenzeit am BSI in 2019 hier. Und wir entwickeln ein neues Lasersystem hier. Ja? Die Laser ist so stark wie eine Kuchplatte, aber von der Größe eine Nadelspitze. Das hier. Wahnsinn. Ja, toll, damit kann man zwar nicht kochen, aber tolle Experimente machen. Ja. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. Und ich denke, nach so viel Spitzenforschung ist doch jetzt ein wunderbarer Moment für ein musikalisches Intermezzo. Etwas innehalten und eine kleine Pause machen. So. Bitteschön. Ja. Thank you.
Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie schon ganz viel gehört über Neutrinos und Myonen. Beides sind Teilchen, die im Standardmodell der Teilchenphysik vorkommen, deren Eigenschaften aber kleine Abweichungen von unseren Erwartungen zeigen. Wir haben aber eingangs schon viel von der dunklen Materie gesprochen. Und die dunkle Materie kann definitiv nicht im Standardmodell beschrieben werden. Das ist also wirklich ganz klar Physik, Teilchen jenseits des Standardmodells. Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz auch ein wenig über mein eigenes Forschungsgebiet sagen, nämlich die Theorie der Elementarteilchen und die mathematischen Strukturen, die dieser Physik, die wir bei Prisma betreiben, unterliegen. Hier ist nochmal gezeigt ein Bild des Standardmodells, eine andere Darstellungsweise, ähnlicher Inhalt, den Sie schon kennen, die verschiedenen Materieteilchen, die Kraftteilchen und das berühmte Higgs-Boson. Und hier stehen Eigenschaften dieser Teilchen, wie zum Beispiel deren Masse und Ladung. Aber natürlich mit diesen Teilchen des Standardmodells kann man noch viel mehr tun. Man kann all diese Streuexperimente durchführen, die wir am LHC gesehen haben, und viele ganz neue Teilchen produzieren. Das ist furchtbar komplexes Sammelsurium von Messungen, die man durchführen kann. All das, was im Standardmodell existiert, alles, was im Standardmodell vorkommt, passt auf einen Kaffeepott. Das ist diese Formel. Diese Formel können Sie nicht verstehen, aber diese Formel kann man verstehen, wenn man Physik studiert hat, mit einem Schwerpunkt vielleicht Richtung Teilchen- oder Hochenergiephysik. Es ist eine Formel, die nichts anderes tut, als die Bausteine zu nehmen, die wir kennen aus unseren Experimenten, und dann die Gesetzmäßigkeiten der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik zu berücksichtigen. Und daraus kommt eine eindeutige Beschreibung der Wechselwirkungen dieser Teilchen. Natürlich muss man die Sprache so ein bisschen wie der Rosetta Stone, die Entzifferung der Hieroglyphen, man muss diese mathematische Sprache verstehen, aber dafür gibt es wohl definierte Regeln. Und wenn man diese Regeln lesen kann, dann sieht man, dass die erste Zeile auf diesem Becher uns die Eigenschaften der Fundamentalkräfte gibt. Für jede Kraft in der Natur gibt es einen solchen Term in der sogenannten Lagrange-Funktion, die die Eigenschaften dieser Kraft spezifizieren. Die zweite Zeile spezifiziert komplett die Eigenschaften der Materieteilchen, inklusive welche Wechselwirkungen diese wiederum spüren. Die letzte Zeile beschreibt die Eigenschaften des Higgs-Teilchens und die dritte Zeile die Wechselwirkungen von Higgs-Teilchen und Materieteilchen. Und das ist alles. Das ist nicht die Weltformel, weil die Gravitation hier nicht vorkommt. Sonst wäre es wirklich eine Formel, die alles beschreibt im Universum. Mit Ausnahme der Gravitation beschreibt diese Gleichung alle Phänomene im Kontext des Standardmodells. Jetzt können Sie sagen, naja, schön und gut, wir haben dieses Standardmodell gefunden, jetzt haben wir halt eine mathematische Formel dafür. Diese Beziehung ist aber tiefer und darüber möchte ich ein bisschen reden. Diese Gleichungen vergessen nichts. Diese Gleichungen sind wahr, gewissermaßen. Heutzutage existieren viele der Teilchen im Standardmodell gar nicht mehr. Tatsächlich existieren nur zwei der Quarks, das sind nämlich die Bausteine von Protonen und Neutronen und das Elektron. Aus diesen drei Elementarteilchen besteht die gesamte uns bekannte Materie. Und wie Sie gehört haben, die Neutrinos, die schwirren durchs All, durch den Kosmos, aber wir spüren sie praktisch nicht. Also eigentlich die Physik, die wir kennen, ist die Physik dieser drei Teilchen. Die schweren Elementarteilchen, die ich hier ausgeblendet habe, auch das Higgs-Teilchen selbst, kommen in unserem kalten Universum gar nicht vor. Aber die Gleichung, die ich Ihnen eben gesagt habe, die weiß, dass es diese Teilchen gibt. Und diese Teilchen haben Realität. Wir können sie experimentell produzieren auf zwei Arten. Das eine ist ein fantastisches Experiment, genannt Urknall. Leider nur einmal bisher geschehen. Aber nach dem Urknall, etwa eine Millionstel Sekunde nach dem Urknall, hier so in diesem Intervall, wurden alle Teilchen, die wir im Standardmodell kennen, tatsächlich auch alle Teilchen, die wir noch nicht kennen, produziert in diesem primordialen Plasma. Wir können diese Teilchen auch heute noch produzieren, obwohl es sie nicht mehr gibt in unserer kalten Welt, nämlich in Teilchenbeschleunigern, wie zum Beispiel in Genf im ATLAS-Experiment. Das ist ein wunderschönes Beispiel eines Experimentes bei ATLAS.
Hier unten kann man ablesen, wann das stattfand. Oktober, 15. Oktober 2016, etwa 6 Jahre her. Und in diesem Experiment, das glauben Sie mir jetzt einfach mal, sonst fragen Sie den Christian Schmidt, sieht man die Produktion eines Higgs-Teilchens mit 2 Top-Quarks. Top-Quarks und Higgs-Teilchen sind die beiden schwersten Elementarteilchen, die wir kennen. Beide sind viel zu schwer, um in der freien Natur vorzukommen. Aber hier konnten wir sie produzieren. Und die Gleichungen, die ich eben gezeigt habe, die wissen, dass es diese Teilchen gibt. Und deshalb gibt es sie als Teil unserer Realität. Jetzt haben Sie viel von Physik jenseits des Standardmodells schon gehört. Es ist für Theoretiker ein Spaß, dieses Standardmodell zu nehmen und zu erweitern. Und ich möchte das an einem Beispiel diskutieren. In meiner eigenen Arbeitsgruppe haben wir uns in den letzten Jahren sehr viel mit sogenannten Axionen befasst. Axionen ist ein hypothetisches Elementarteilchen, die Details spielen keine Rolle. Es ist ein Teilchen ohne inneren Drehimpuls, im Gegensatz zu dem, was Herr Wittig eben beschrieben hat. Und wenn ich ein Axion studiere, dann ist die eine der Motivationen, dass das ein wunderbarer Kandidat für dunkle Materie ist. Was tue ich dann? Ich nehme diese Standardmodellformel und addiere weitere Elemente hinzu, die beschreiben, wie dieses Axion mit den Kraftfeldern im Standardmodell wechselwirkt und wie es wechselwirkt mit den Materieteilchen. Wir wissen nicht, ob das Axion existiert. Wir wissen nicht, ob es wirklich der Bestandteil der dunklen Materie ist, aber wenn es existiert, dann beschreibt diese Gleichung eindeutig seine Wechselwirkungen mit dem Standardmodell. Und das wirft die Frage auf, welche Gleichungen sind denn nun in der Natur realisiert und welche nur Gedankengebilde? Wer bestimmt, wie aus den Gleichungen Teilchen werden? Diese Frage haben sich viele berühmte Physiker gestellt. Und der berühmte Stephen Hawking hat eine Phrase gesagt, die sehr berühmt geworden ist. Ich lese sie zunächst auf Englisch vor. What is it that breathes fire into the equations and makes a universe for them to describe? Auf Deutsch etwa, was erfüllt die Gleichungen mit Leben und schafft ein Universum, das sie beschreiben? Das ist eigentlich die Schöpfungsfrage im Kontext der modernen Teilchenphysik und Kosmologie. Entschuldigung, das war zu früh. Ist es möglich, dass diese Entscheidung gar nicht getroffen wird, sondern dass vielleicht alle denkbaren mathematisch konsistenten Gleichungen in einem Universum realisiert sind? Das bedeutet, dass es eine unendliche Vielzahl von Universen geben könnte, in denen alle diese Theorien existieren. In unserem Universum unser Standardmodell, in anderen Universen andere. Diese Idee wird tatsächlich ernst genommen. Man nennt das Multiversum, ist ein Ansatz für die Beantwortung dieser Frage, wenn man meinetwegen jetzt theologische Aspekte beiseite lassen möchte. Nun, zum Glück gibt es bei Prisma Plus Experimentatorinnen und Experimentatoren, die sich mit der Frage befassen, wie man die dunkle Materie in unserem Universum nachweisen kann. Einer von ihnen ist Daniel Wenz, Doktorand in der Arbeitsgruppe unseres Kollegen Uwe Oberlack. Er wird uns berichten vom weltweit empfindlichsten Detektor, dem Xenon-Detektor zum Nachweis dunkler Materie, 1400 Meter tief unter der Erde. Daniel, bitteschön. Ja, Matthias, vielen Dank für die nette Einführung. Wie Matthias Ihnen schon gesagt hat, darf ich Ihnen etwas über mein Herzensprojekt erzählen in den nächsten 10 Minuten. Das ist das Xenon-Anton-Experiment und unsere Suche nach dunkler Materie. Wie Sie an mir unschwer erkennen können, habe ich Ihnen heute auch etwas von meiner Arbeitskleidung mitgebracht. Nicht ganz so die dicke Jacke, wie es bei Elisa ist, aber bei mir auch keine Krawatte, aber dafür mit Helm und Jacke, weil es, wie angekündigt, schon in den Untergrund geht. Für gewöhnlich, wenn ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis erzähle, dass ich Physiker bin und dass ich nach dunkler Materie suche, ist meistens die Antwort als allererstes, ah ja, das mit den schwarzen Löchern. Und meistens stehe ich dann da, zähneknirschend, nein. Wie wir uns schwarze Löcher vorstellen,
hat das leider relativ wenig mit dunkler Materie zu tun. Sie haben vielleicht, wenn Sie in Elisas Vortrag aufgepasst haben, gehört, dass die zum einen, wie es hier künstlerisch dargestellt wird, hochenergetische Teilchen imitieren. Und vielleicht die Physik im Theater-Veteranen werden es kennen oder wenn Sie aufmerksam die Medien verfolgen, wir können sogar Fotos von schwarzen Löchern machen. Also alles andere als dunkel. Stellt sich also nun die Frage, was ist denn dunkle Materie? Und dafür müssen wir ein bisschen zu den Anfängen zurückgehen. Und das geht mit unter anderem zurück auf diese geniale Dame hier, die sich die Frage gestellt hat, wie bewegen sich denn eigentlich Sterne in unserer Galaxie? Sie kennen vielleicht aus der Schule noch unser Sonnenmodell, oder ich hoffe es zumindest, dass Sie es noch kennen. Und dort wissen Sie vielleicht, dass die Planeten sich auf elliptischen Bahnen bewegen, beziehungsweise annähernd auf Kreisbahnen. Und was Sie vielleicht auch noch aus der Schule wissen, dass das die Kepler-Gesetze zugrunde liegt. Und wenn man sich jetzt die Bahngeschwindigkeit von den Planeten anguckt, die um unseren Stern kreisen, stellen Sie fest, dass die Geschwindigkeit, die hier aufgetragen ist, gegen die Distanz, abnimmt, desto weiter Sie rausgehen in unserem Sonnensystem. Jetzt können Sie natürlich diese Theorie nehmen, und das machen wir in der Physik oft, wir nehmen etwas Bekanntes und projizieren es auf etwas Neues. Und hier haben Sie eine künstlerische Darstellung unserer Galaxie, wo wir uns hier selbst auch befinden. Und jetzt nehmen Sie erstmal dieselbe Annahme. Wenn ich weiter rausgehe in diesen Spiralarmen, dann nimmt die Bahngeschwindigkeit ab. Wir wissen in der Mitte, wir haben ja das riesige schwarze Loch, also ähnlich wie unsere Sonne, ein großes, massives Objekt. Also sollte diese Annahme ja erstmal gegeben sein. Ich habe Ihnen mal meine künstlerische Impression einer Galaxie mitgebracht mit den Spiralarmen und Ihnen mal aufgetragen, wie diese Bahngeschwindigkeit gegen Distanz aussehen sollte. Und zwar sollte sie erst ansteigen und dann, wie gesagt, abnehmen. Wenn man das Ganze jetzt misst für verschiedene Punkte, stellt man jedoch fest, der Anstieg, das stimmt sehr gut, aber ab einem gewissen Radius stellt sich ein Abflachen der Kurve ein und eine konstante Kreiselbewegung, konstante Kreisgeschwindigkeit der Sterne, auch für unsere Sonne. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was könnte das sein? Und um dieses Problem zu lösen, kann man jetzt in die Galaxie dunkle Materie hinzufügen. Sie können sich das vorstellen, Sie haben jetzt eine riesige Sphäre aus dunkler Materie Teilchen. Und Ihre Galaxie, die ja flach ist mit Ihren Spiralarmen, liegt da flach drinnen. Und das Ganze können Sie sich jetzt so vorstellen, wie praktisch ein Nebel, wie eine Wolke von Teilchen, wo jetzt unsere Galaxie eingebettet sind. Und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie auf der Autobahn sind, in Ihrem Sportwagen und Sie fahren durch einen Nebel, dann prasselt das auf Ihre Windschutzscheibe ein. Für die Doktoranden unter euch, vielleicht kennt ihr das nicht, wir sitzen im Opel Corsa auf der Autobahn. Und genauso ist es auch mit der Erde. Die bewegt sich jetzt da mit 800.000 km/h in dieser Kreisbewegung um das galaktische Zentrum und die dunkle Materie prasselt auf die Erde nieder. Und ähnlich wie bei den Neutrinos ist es bei dunkler Materie so, dass sie nur sehr, sehr selten mit normaler Materie wechselwirkt. Das ist also sehr schwer zu detektieren. Und deswegen sind wir mit unserem Experiment nach Italien gegangen, und zwar genauer gesagt hier, 2 Autostunden von Rom entfernt. Und warum geht man nach Italien? Natürlich wegen dem guten Essen. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, wie Matthias es schon hat anklingen lassen, es gibt dort ein Bergmassiv, wo wir unser Untergrundlabor haben. Sie können das hier sehen, da führt ein Autobahntunnel drunter durch. Und neben diesem Autobahntunnel befindet sich unser Labor mit unserem Experiment, was Sie jetzt auch hier sehen können. Unser Experiment teilt sich auf praktisch in 2 Einheiten. Wir haben einmal hier dieses Servicegebäude, wo Infrastruktur einfach drin ist, die wir benötigen. Und dann haben Sie hier diesen Wassertank. Und in diesem Wassertank, das sehen Sie schon hier durch dieses Poster angedeutet, befindet sich eigentlich das Experiment. Und das sieht so aus. Sie können sich das vorstellen wie so eine Getränkedose. Also Sie haben einen Metallzylinder und in diesem Metallzylinder ist der eigentliche Detektor. Das ist eigentlich auch ganz unspannend, einfach nur ein weißer Zylinder. Und Sie haben oben und unten haben Sie jetzt so ein Array, nennen wir das, von Lichtsensoren. Also hier diese grauen Punkte sind einzelne Lichtsensoren. Und dazwischen haben Sie flüssiges Xenon. Und warum machen wir jetzt das Ganze? Also warum gehen wir unter den Berg? Warum bauen wir einen Wassertank? Und das Problem oder die Antwort ist eigentlich immer gleich. Und zwar leben wir in einer Welt, in der wir Strahlung haben. Sie haben zum einen die kosmische Strahlung, was wir auch bei der Elisa schon gesehen haben. Die kommt jetzt von der Sonne, von unserer eigenen Milchstraße, von entfernten Galaxien und die prasselt auf die Erde nieder. Und Sie wollen jetzt diese dunkle Materie messen, die ja nur sehr selten interagiert. Also müssen Sie diese Teilchen abschirmen. Deswegen gehen Sie schon mal einen Berg. Jetzt haben Sie allerdings das Problem, in einem Berg gibt es radioaktive Erze. Der Berg strahlt auch.
Deswegen bauen Sie den Wassertank. Gut, haben Sie auch diese Teilchen abgeschirmt. Jetzt bleibt nur das Problem, Ihr Detektor besteht ja auch aus irgendeinem Material. Und der Clou ist, auch dieses Material strahlt. So sensitiv sind wir mit unseren Detektoren und das müssen wir identifizieren. Und das machen wir, wie gesagt, mit Xenon. Sie haben da Ihre Xenon-Atome, die sitzen da jetzt glücklich in Ihrem Detektor drin und wir haben diese Lichtsensoren oben und unten. Und was jetzt passiert, Sie haben das dunkle Materieteilchen, das kommt jetzt mit 800 Kilometer die Stunde angesaust und Peng, es gibt praktisch einen billardkugelartigen Stoß im Detektor und Sie stoßen mit einem dieser Xenon-Atome. Und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mit der vollen S8 von Mainz nach Frankfurt fahren und ein Mitmensch stößt Sie an, Sie stoßen weitere Menschen an, dann sind Sie wahrscheinlich aufgeregt, sind ein bisschen sauer und so ist es auch bei den Xenon-Atomen, die mögen das auch nicht so ganz. Und was die dann machen, sie emittieren Licht. Sie können sich das vorstellen, wie bei Ihrem Xenonscheinwerfer im Auto oder bei einer Xenonlampe. Da wird Licht emittiert und das können Sie mit diesen Lichtsensoren messen. Und aus diesem Licht können wir verschiedene Eigenschaften ableiten. Und das eine ist, was Sie hier oben sehen, das ist die Position, also einmal die Höhe des Detektors gegenüber dem Radius des Detektors oder in X und Y können Sie diese Position auftragen. Und dann können Sie je nachdem aus den Eigenschaften des Lichts auch Eigenschaften der Teilchen ableiten. Und aus diesen Informationen können Sie dann rekonstruieren, zum Beispiel diese grauen Teilchen, die am Rand sind, die von radioaktiver Strahlung sind. Die kenne ich bereits, die interessieren mich nicht. Also gucke ich mir hier das Innere an. Die kenne ich noch nicht. Und jetzt sitzen Sie da mit Ihrem Detektor im Untergrund und messen und messen und messen. Und manchmal gelingt Ihnen die kleine oder große Sensation, die Sie hier sehen. Ich hoffe, Sie sehen alle direkt die Sensation. Wenn nicht, erkläre ich es Ihnen. Und zwar, was Sie hier sehen, aufgetragen ist die Energie. Das sind sozusagen die Stärke der Zusammenstöße, also von diesem Peng. Und was Sie auf der anderen Achse sehen, sind die Häufigkeiten dieser Stöße. Und das geübte Auge erkennt jetzt, dass wir hier einmal diese rote Linie haben. Das ist unser sogenanntes Untergrundmodell. Also wir überlegen uns für diese radioaktive Strahlung, die wir haben, wie viele Teilchen müssten wir denn eigentlich sehen, was erwarten wir? Und dagegenüber stellen Sie die schwarzen Messdaten, die Sie gemessen haben. Und was Sie sehen, ist jetzt hier in diesem unteren Bereich diese kleine Diskrepanz. Und das war eine kleine Sensation, großer Aufschrei. Wir wussten damals nicht, haben wir dunkle Materie gefunden? Ist das neue Physik? Ist das vielleicht einfach, ist unser rotes Modell falsch? Haben wir vielleicht irgendeinen Untergrund nicht berücksichtigt? Oder ist das einfach, wir haben es ja heute schon mal gehört, einfach nur ein statistischer Flug? War das einfach nur Zufall? Und mit Prisma gehen wir jetzt schon in die dritte Generation von unseren Xenon-Detektoren. Die sind auch in dieser Hinsicht sehr erfolgreich. Von Xenon 100, was relativ klein war, mit gerade mal 62 Kilogramm flüssigem Xenon, hin zu Xenon N-Ton, wo wir uns momentan befinden, zu fast 9 Tonnen flüssigem Xenon. Und auch hier die Größe sehen Sie die drei Detektoren mal gegenübergestellt. Auch das ist eine Erfolgsgeschichte an für sich. Um jetzt dieses Signal oder mögliche Signal, das wir gemessen haben, und zwar war das mit Xenon eine Tonne zu verifizieren, bauen Sie halt einen neuen Detektor oder ein komplementäres Experiment und Sie gucken halt wieder. Und wie guckt man? Das macht man meistens in drei Stufen. In der ersten Stufe denken Sie mal dran, hier ist aufgetragen die Häufigkeit der Stöße gegenüber der Stärke der Stöße. Und als erstes füttern Sie Ihren Detektor mit was Bekanntem. Sie füttern also radioaktive Strahlung in Ihren Detektor rein, zum Beispiel hier in dem Fall zwei verschiedene Präparate, Argon und Radon, und gucken sich an, verhält sich der Detektor so, wie Sie es erwarten. Das sehen Sie einmal hier in Rot die Messpunkte und in Schwarz die Messpunkte, beziehungsweise die gestrichelten Linien, das Modell. Könnte ich das vorstellen wie bei einer Haushaltswaage. Ja? Sie wollen ein Kilogramm messen, um sie zu kalibrieren, stellen Sie erstmal 900 Gramm drauf, gucken, misst die Waage 900 Gramm. Danach stellen Sie 1,1 Kilogramm drauf, gucken, misst die Waage 1,1 Kilogramm. Genauso ist das hier. Der zweite Schritt ist, und das habe ich ja eben gesagt, es hätte ja sein können, dass unser Untergrundmodell, diese rote Linie, falsch ist. Und um dieses Untergrundmodell aufzustellen, was Sie machen, Sie gucken sich immer einen Bereich an in Ihrem Detektor, der Sie erstmal, sagen wir mal, nicht oder weniger interessiert. Und hier in diesem Bereich stellen Sie dann Ihr Untergrundmodell auf. Also Sie sehen diese verschiedenen bunten Linien, das sind all unsere verschiedenen Untergrundkomponenten und die summieren sich dann zu dieser roten Linie. Und Sie sehen diesen grauen Bereich, da haben wir dann als Wissenschaftler, als Doktoranden und auch unsere Professoren, da hat niemand Zugriff drauf, da können wir nicht drauf zugreifen, nicht angucken. Und erst wenn wir uns sicher sind, dass dieses Modell stimmt, dass das hier stimmt, dass wir wissen, wie unser Detektor funktioniert, gucken Sie sich die Daten an und dann hoffen Sie, die Sensation wiederzufinden. Jetzt haben wir allerdings mit unserem Nachfolgeexperiment gezeigt, die Sensation ist leider nicht mehr da. Wir haben tatsächlich keine dunkle Materie gefunden.
Und zwar ist wahrscheinlich, dass wir eine Untergrundkomponente, also ein radioaktives Isotop, was in unserem Detektor sein kann, dass wir das in unserem Detektor hatten. Wir konnten es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ausschließen. Mit dem Nachfolgeexperiment Xenon und Anton haben wir jetzt sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir das ausschließen können, dass wir das minimieren. Und deswegen ist das Signal verschwunden, was dunkle Materie nicht machen würde. Und ich hoffe jetzt zusammenfassend, ich konnte Ihnen so ein bisschen erklären, was dunkle Materie ist. Also Sie können sich das vorstellen wie so eine Wolke, eine Nebelwolke von kleinen Teilchen, die in unserer Galaxie sind und die sozusagen die Bahngeschwindigkeiten der Sterne in unserer Galaxien verändern. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen zumindest erklären, wie unser Detektor funktioniert, dass Sie hochsensitiv sein müssen, dass alles strahlt und dass Sie das alles ignorieren, beziehungsweise nicht ignorieren, aber verstehen müssen. Und dass Sie, wenn Sie viel Glück haben, lange messen, sehr tüchtig sind, irgendwann vielleicht dann doch mal die Sensation messen. Und schließen würde ich ganz gerne noch mit dieser Folie. Unser Experiment ist natürlich nicht nur ein Effort, den wir jetzt hier in Mainz betreiben, sondern weltweit. Und ich finde, dass gerade in unserer heutigen Zeit ist das auch ein sehr schöner und wichtiger Aspekt der Wissenschaft, dass das diese Vernetzung, diese internationale Vernetzung, die Kollaboration, und wir sind vernetzt von USA über Europa, Mittlerer Osten bis in den asiatischen Raum. Und damit übergebe ich gerne wieder an unsere beiden Moderatoren. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Daniel, für diesen wirklich tollen Vortrag. Ja, nachdem wir jetzt die halbe Welt bereist haben und noch viel weiter gegangen sind, ist es jetzt langsam Zeit, wieder nach Mainz zurückzukehren. Und auch dort erwartet uns ein echtes Highlight. Der neue Elektronenbeschleuniger MESA, der gerade auf dem Campus der JGU gebaut wird, könnte uns nämlich ebenfalls neue Erkenntnisse über die dunkle Materie oder die Grenzen des Standardmodells liefern. MESA ist uns lieb und teuer, vor allem teuer, aber er ist auch einer der Leuchtturmprojekte unseres Clusters. Und er ist in vieler Hinsicht einzigartig. Bei MESA werden wie in jedem Beschleuniger negativ geladene Elektronen durch elektrische Felder beschleunigt. Die Energie von MESA ist nicht mit der vom LHC zu vergleichen, aber der Elektronenstrahl von MESA ist sehr, sehr intensiv, er ist sehr stabil und er ist auch extrem fokussiert. Und damit lassen sich tatsächlich einzigartige Experimente vornehmen, die komplementär sind zu dem, was wir heute schon gehört haben. Und zudem nutzt MESA das Prinzip der Energierückgewinnung. Und das bedeutet, dass die Energie der Elektronen, die in diesem Beschleuniger dann auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, die werden wieder zur Verfügung stehen für den nächsten Satz von Elektronen, die in den Beschleuniger eingeschossen werden. Das ist so ähnlich wie beim Hybridantrieb, beim Auto, wo die Bremsenergie wieder zurückgegeben wird an die Batterie. Und durch das abbremsende Elektron in dieser Struktur, das ist dieser Resonator hinter mir, werden tatsächlich werden bis zu 95% der Energie an den Beschleuniger zurückgegeben. Das hilft uns auch nicht mit der Energiekrise, aber der Betrieb eines solchen Beschleunigers ist dann doch ein wenig günstiger. Und dieses Prinzip der Energierückgewinnung ist auch zentral in diesem Namen enthalten. M für Mainz, E für Energierückgewinnung, S für supraleitend und A für Beschleuniger. Und über MESA und was man mit MESA dann messen kann, wird uns nun Rahim Akrimi berichten. Sie ist Doktorandin in der Arbeitsgruppe von Frank Maas und ich möchte sie jetzt hier auf die Bühne bitten. Wird in Mainz bald die ganze Physik revolutioniert? Dunkle Materie ist eines der größten Rätsel der modernen Physik. Sie ist unsichtbar. Niemand hat sie bisher gesehen. Doch ihre Existenz scheint klar zu sein. Aber wie können wir wissen, dass etwas existiert, das wir gar nicht sehen können? Was Sie hier sehen, ist eine Galaxie, unsere Galaxie, die Milchstraße. Dieses Bild
wirft einige Fragen auf bezüglich Materie. Da gibt es die theoretischen Physiker, die ein Modell aufstellen. Denn sie haben die Theorie, dass innerhalb dieser Galaxie mehr Materie steckt, als man sehen kann. Und dann gibt es noch die Experimentalphysiker auf der anderen Seite wie mir, die genau diese Theorie experimentell beweisen wollen. Um unter anderem solch eine Theorie experimentell überprüfen zu können, bauen wir in Mainz eine super große Anlage unterirdisch, einen sogenannten Teilchenbeschleuniger. Ein Beschleuniger, mit der wir Grundlagenforschung betreiben können. Verehrte Gäste, mein Teil der Reise führt zu heute nach Mainz. Stimmt, in Mainz haben wir bereits einen großartigen Teilchenbeschleuniger, den Mainzer Mekroton, MAMI. Aber dieser Teilchenbeschleuniger reicht uns Physiker nicht aus. Wir wollen unseren Spielplatz erweitern mit einem weiteren Teilchenbeschleuniger. So können wir, wie beim Billardspiel, noch mehr Kügelchen auf Kügelchen stößen. Nun, solch einen Teilchenbeschleuniger bekommen wir nicht im Fertighandel. So einen müssen wir uns selbst bauen. Da tun sich Wissenschaftler, Physiker, Ingenieure, Studenten zusammen aus aller Welt und überlegen sich, wie bauen wir einen Beschleuniger, der in der Lage ist, unsere heute bekannte Physik zu testen? Und wie soll der experimentelle Aufbau aussehen? Ein hochspannendes internationales Projekt, ein Projekt, wo die Innovation, die Technik und Physik vereint. Was ist überhaupt ein Teilchenbeschleuniger? Ein Teilchenbeschleuniger basiert auf das Beschleunigungsprinzip. Ein Teilchenbeschleuniger ist eigentlich wie ein Bobschlitten. Drei Personen sitzen auf dem Schlitten und einer zieht. Jetzt machen wir das Gleiche mit geladenen Teilchen, mit Elektronen. Elektronen sind negativ geladen. Hier haben wir keinen, der zieht. Denn es ist das sogenannte elektrische Feld, das diesen Schub erledigt. Die Physiker sprechen hiervon, dass geladene Teilchen in einem elektrischen Feld beschleunigt werden. Hier unten sehen Sie einen Teil eines Beschleunigerrohrs, ein Kryomodul. Innerhalb dieses Kryomoduls werden die Elektronen beschleunigt mit Hilfe eines elektrischen Feldes. Und die Elektronen werden in mehreren Schritten auf bis zu nahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Lichtgeschwindigkeit, damit Sie eine grobe Vorstellung haben, stellen Sie sich vor, ja, Sie fahren auf der Autobahn mit ca. 100 Kilometer pro Stunde. Lichtgeschwindigkeit entspricht ca. 1000 Millionen Kilometer pro Stunde. Kann Ihr Fahrzeug da noch mithalten? Innerhalb dieses Kryomoduls herrscht Vakuum. So können die Elektronen ungehindert, das heißt ohne Luftwiderstand, bewegt werden. Um nun diese geladenen Teilchen ablenken zu können, verwenden wir Magnete. Denn geladene Teilchen in einem Magnetfeld werden auf eine Kreisbahn bewegt. Ja, hier sehen Sie ein Layout vom MESA. An dieser Stelle werden die Elektronen erzeugt. Da haben die Elektronen nur ca. 50% der Lichtgeschwindigkeit. Hier an dieser Stelle, wie bereits erwähnt, das Kryomodul. Da werden die Elektronen im ersten Schritt beschleunigt. Die blauen Module hier sind Magnete, dienen dazu, dass die Elektronen abgelenkt werden, aber unter anderem auch fokussiert werden. Hier haben wir wieder ein Kryomodul und da werden die Elektronen wieder beschleunigt. Und so geht es weiter. Ablenkung, Beschleunigung in mehreren Schritten, bis die Elektronen nahezu Lichtgeschwindigkeit erreicht haben. Ja, wir sind Physiker. Wir wollen Physik betreiben, wir wollen experimentieren. In MESA sind auch einige Experimente geplant. Einer dieser Experimente ist das P2-Experiment. Es ist ein Experiment, woran ich seit einer geraumen Zeit arbeite und worüber ich Ihnen heute auch etwas erzählen möchte. Hier rechts sehen Sie das Prinzip des P2-Experiments. Wir schießen Elektronen, wie wir ja gerade gelernt haben, die sich mit ca. 1000 Millionen Kilometer pro Stunde bewegen, auf ein Hindernis, wir nennen es Target. Die Elektronen werden dann daraufhin abgelenkt und mit einem Detektor dann nachgewiesen. Die Elektronen besitzen einen Spin. Man kann sich es vereinfacht so vorstellen, als würden die Elektronen sich um ihre eigene Achse drehen. Und je nachdem, ob sie sich rechtshändig oder linkshändig drehen,
spricht man von Spin-up und Spin-down. Die Elektronen werden dann auf unser Target geschossen, nacheinander mit den beiden Kombinationen Spin-up, Spin-down. Und aufgrund der sogenannten elektroschwachen Wechselwirkung erwarten wir eine Asymmetrie. Diese Asymmetriegröße ist in der Größenordnung von ca. 10 hoch minus 8, also eine sehr kleine Zahl. Und mit Hilfe dieser Asymmetriegröße können wir eine sehr wichtige, fundamentale physikalische Größe messen, das Sinusquadrat Theta. Ja, der Sinusquadrat Theta hat auch einen Namen, nämlich elektroschwachen Mischungswinkel, aber den müssen Sie sich nicht merken. Ja, hier ist der geplante Messaufbau für das P2-Experiment. Wir haben hier unsere Elektronen, schießen hier auf unser Target. Als Targetmaterial verwenden wir Flüssigwasserstoff. Ja, die Elektroden werden dann abgelenkt, beziehungsweise Physiker sagen gestreut. Und die werden dann hier im Detektorring dann detektiert. Als Detektormaterial vermitteln wir Siliziumdioxid. Siliziumdioxid ist ein Quarzmaterial, das Licht emittiert. So sieht ein Quarzmaterial aus, was wir im P2-Experiment verwenden. Ich versuche das gerade mal, ob Sie die Reflexion sehen. Ja, und ab hier beginnt auch meine Forschungsarbeit. Denn das Licht wird mit einer bestimmten Ausleseelektronik in ein elektrisches Signal umgewandelt und weiter verarbeitet. Und aus den Daten können wir letztendlich dann die sehr wichtige, fundamentale Größe des Sinusquadrat Theta ermitteln. Erinnern Sie sich anfangs meines Vortrags an den Theoretiker, der auf seine vollbeschriebene Tafel hindeutete? Worauf er eigentlich hinaus wollte, ist, wenn wir bei P2 diese fundamentale physikalische Größe messen und diese Größe nicht auf dieser gelben Linie liegt, dann haben wir neue Physik entdeckt. Dann haben wir einen Hinweis dafür, dass dunkle Materie existiert und somit unsere anfangs aufgestellte Theorie experimentell und mit einer hohen Genauigkeit gemessen. Ja, die Entwicklungsarbeiten für das P2-Experiment laufen auf Hochtouren und wir nähern uns langsam dem Ende zu. Unsere Detektoren als auch unsere Ausleseelektronik wurden bisher designt, entwickelt und ausreichend getestet, so dass wir nun sagen können, dass diese Prototypen so später im Experiment eingebaut werden können. Mein Projekt, woran ich momentan meine Doktorarbeit schreibe, ist die Ausleseelektronik für das PX2-Experiment. Hier sehen Sie das Herzstück meiner Arbeit. Ist klein, aber jahrelange Arbeit. Ja, ich habe Prototypen für das P2-Experiment bezüglich der Ausleseelektronik gebaut und getestet. Und hier sehen Sie auch, wie ich im Labor meine Ausleseelektronik getestet habe. Bevor wir nun diese Ausleseelektronik endgültig später im P2-Experiment einbauen, müssen diese unter ganz bestimmten realen P2-Bedingungen getestet werden. Wir haben nun in den vergangenen Monaten die letzten Prototypen am Mainzer Mikroton-Beschleuniger, MAMI, getestet und haben schöne und zufriedenstellende Ergebnisse bekommen. Hier sehen Sie, wie ich unten am MAMI und Beschleuniger meinen Messaufbau aufbaue bzw. justiere. Was Sie hier unten sehen, ist ein Signal, welches von einem Elektron erzeugt wurde. Ein Signal, das vor ein paar Monaten während der Strahlzeit und mit meiner Ausleseelektronik aufgenommen wurde. Natürlich muss die Ausleseelektronik auch hohe Strahlungsbelastung überleben. So wurden auch einige Strahlenhärtetests durchgeführt. Apropos Strahlung. Meine Arbeitsbekleidung besteht aus einem Messgerät. Ein Messgerät, das die Strahlung misst, ein Dosimeter. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen heute einen Blick hinter den Kulissen geben können und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihr Interesse auch weiterhin
besteht und würde mich auch umso mehr freuen, Sie ja, demnächst schon bald auf dem Unicampus begrüßen zu dürfen. Und ja, also bis zum nächsten Mal für eine Beschleunigerführung. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, ganz vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag, aber insbesondere auch für die Einladung. Ich bin sicher, dass ganz viele, die jetzt hier im Raum sitzen, wenn der Beschleuniger dann mal läuft, darauf zurückkommen werden. Ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, ich denke, es war offensichtlich, dass der Bau einer solchen Beschleunigeranlage ein immenses technisches Know-how erfordert. Ein Know-how, das in Mainz, an der Uni Mainz, aber vorhanden ist. Und zwar seit vielen Jahren, denn mit der Konstruktion und dem Betrieb von aufwendigen Beschleuniger- oder Experimentieranlagen haben wir eine große Erfahrung. Beginnend mit dem Forschungsreaktor Trigger-Mainz, über den bereits erwähnten MAMI-Elektronenbeschleuniger bis hin dann in Zukunft zu MESA, diesem energierückgewinnenden superleitenden Beschleuniger. Das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal dieses Mainzer Exzellenzclusters Prisma Plus und eine große Expertise unter den Physikern und Technikern hier in Mainz. Nun, all diese Forschung benötigt natürlich Räume, und zwar Räume im wörtlichen Sinn. Wir sind ordentlich expandiert, wir bauen diesen neuen Beschleuniger und wir brauchen Forschungsbauten dafür. Das ist ein ganz eigener Wettbewerb, diese Forschungsbauten einzuwerben, bundesweit jeweils hälftig finanziert durch die Bundesregierung und das Land Rheinland-Pfalz. Wir haben es geschafft, einen Forschungsbau einzuwerben. Ehrlich gesagt, wir haben getrickst ein bisschen. Wir haben tatsächlich zwei Forschungsgebäude eingeworben unter dem gleichen Namen. Das Zentrum für fundamentale Physik, bestehend aus zwei Teilen, einem oberirdischen Labor- und Bürogebäude, das Sie hier sehen. Das ist das Richtfest. Unter Anwesenheit der Finanzministerin Ahnen, des Herrn Minister Clemens Hoch und unserer Kanzlerin Frau Kreuz-Gerß und natürlich der Kollege Volker Bücher, einer unserer Teilchenphysiker, der verantwortlich ist durch die Ausführung dieses Baus. Und dann ein unterirdisches Gebäude, in dem der MESA-Beschleuniger und die MESA-Experimente verortet sein werden. Wie anfangs erwähnt, wir sind keine Archäologen, aber wenn wir dann mal graben, dann ist es meist eine Baugrube für einen neuen Teilchenbeschleuniger. Sie haben eben die Baugrube bereits gesehen. Im folgenden Zeitrafferfilm können Sie ihr beim Wachsen zuschauen. Viel Vergnügen dabei. In diese andächtige Stille hinein. Wir sind jetzt am Ende angekommen von unserer Reise durch Raum und Zeit. Wir hoffen, es hat Ihnen etwas Spaß gemacht. Wir können jetzt, wie Sie auch hinter uns sehen können, tatsächlich auf eine ausgezeichnete Forschungsinfrastruktur zurückgreifen. Nicht nur, was wir neu bauen, auch was wir schon vorher auf dem Gutenberg-Campus hatten. Und ja, wie wir Ihnen hoffentlich vermitteln konnten, wurde mit der Gründung von Prisma 2012 eine absolut wichtige Grundlage gelegt. Und neben dem Aufbau dieser tollen Experimente, dieser Gebäude, waren wir natürlich auch in der Lage, neue Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, neue Arbeitsgruppen dann auszustatten, sodass unsere Forschung auch in der Zukunft tatsächlich an der vordersten Front bleibt und dann wirklich die Ergebnisse zeitigt. Natürlich haben wir neben dieser Infrastruktur, neben den neuen Kollegen auch das Detektorlabor aufgebaut. Das ist eine tatsächlich wichtige technische Einrichtung und das MITP. Ja, genau.
Und wie gesagt, im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit veranstaltet das MIT seit 2013 diese Vortragsreihe Physik im Theater. So schließt sich also am Ende auch dieser Kreis heute Abend. Abschließend auf die Erfolgsgeschichte der Exzellenzcluster Prisma und Prisma Plus kann nicht nur die Universität Mainz, sondern können auch selbstverständlich wir ein bisschen stolz sein, aber insbesondere auch Sie als Mainzerin und Mainzer, denn es ist auch der Standort, die Unterstützung durch die Landesregierung und auch Ihre Begeisterung für diese Wissenschaft, die uns gewissermaßen trägt und zum Großteil auch finanziert. Stolz sind wir heute Abend auch auf unsere jungen Referentinnen und Referenten, Doktoranden, Doktorandinnen, Postdocs. Die haben alle in ihren Kollaborationen schon viele Vorträge gehalten, aber nicht auf einer Theaterbühne und auch nicht vor solch einem Publikum. Also ganz, ganz vielen Dank an euch und großes Kompliment. Ihr habt es alle wahnsinnig toll gemacht. Deswegen wollen wir alle noch mal auf die Bühne bitten, die heute mitgewirkt haben, und auch Helga Juli, unsere Geschäftsführerin. Auch einige Mitbringsel, und zum Dankeschön haben wir für alle von euch eine kleine Box. Und wenn Sie sich und ihr euch fragt, was da eigentlich drin ist, das ist eine Fresnelsche Wellenfläche. Herzlichen Dank nochmal an euch alle. Bitte schön. Und, Christian, Moment. Und ich möchte vielleicht nochmal sagen, weil Helga hier bei uns steht, Helga ist seit Tag 1 unsere Geschäftsführerin. Sie ist genauso wichtig, wahrscheinlich wichtiger als die beiden Sprecher, weil sie die Budgets unter Kontrolle hält und sicherstellt, dass sich alle wohlfühlen im Cluster. Sie steht nicht so oft auf der Bühne, aber sie ist wahnsinnig wichtig, ein großer Teil des Erfolges, den wir heute Abend hier stehen. Und zuletzt möchten wir die René Dillinger Reiter noch auf die Bühne bitten. Frau Dr. René Dillinger Reiter ist unsere Öffentlichkeitsbeauftragte und Pressereferentin, die den gesamten Abend organisiert hat. Und wir haben. Eine kleine Überraschung auch für dich mitgebracht. Bitte, bitte. So, bevor wir Sie in den lauen Spätsommerabend entlassen, zum Abschluss ein Hinweis noch, nämlich auf die nächste Physik im Theater, dann wieder im regulären Format. Und zwar wird am Donnerstag, den 24. November, unser Kollege Ferdinand Schmidt-Kahler vortragen über Quantencomputer mit gefangenen Ionen. Beginn ist um 19 Uhr dann im Großen Haus. Ich sollte nicht unerwähnt lassen, dass die gerade durch den Physik-Nobelpreis ausgezeichneten Arbeiten des Franzosen Alain Aspect, des Amerikaners John Clauser und des Österreichers Anton Zeilinger die technischen Grundlagen für die heutigen Forschungen an Quantencomputern dargestellt haben und dementsprechend auch ein hochaktuelles Thema, über das Sie sicherlich auch in der Presse schon viel gelesen haben, weil Mainz tatsächlich ein wichtiger Standort auch für diese Forschung ist. Jetzt. Ja, und damit möchten wir beide, wir alle, uns auch im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie hatten Spaß und haben vielleicht auch ein bisschen was gelernt. Und im Anschluss an den letzten musikalischen Höhepunkt des Blechbläserquintetts können wir uns alle noch im Foyer hier des Staatstheaters des Kleinen Hauses treffen
und wir hoffen auf einen regen Austausch. Vielleicht haben Sie ja noch die eine oder andere Frage. Vielen Dank und einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Ja, dann gehen wir doch mal alle durch. Ja.